Hallo und herzlich willkommen zu Graustausch Podcast Nummer 218. 218. Hallo. Und ihr hört schon an 218 Hallo, dass wir heute nicht nur zu zweit sind, richtig, sondern dass wir auch noch Niki dabei haben im Discord. Hallo. Hi. Und ja, wie ich schon mal angemerkt habe, wenn wir drei zusammen sind, kann es um drei Dinge gehen, nämlich um Anime, Kingdom Hearts oder Final Fantasy. Heute ist es Final Fantasy, denn wir wollen endlich über das Final Fantasy VII Remake sprechen. Woohoo! Ja. Endlich. Beziehungsweise ja, Teil 1 davon. Genau, weil wir haben es ja auch endlich mal geschafft. Es ist jetzt, wann haben wir es durchgezockt? Wir hatten es am... Ja, wenn die Zuschauer das hören, ist es 2 Wochen her. 2 Wochen her, genau. Also vor 2 Wochen haben wir es ja endlich geschafft, den finalen Stream hinzubekommen, um das Spiel durchzuspielen und das grande Finale uns anzuschauen. Und ich durfte einen Monat warten, bis wir endlich durchspielen. Aber sozusagen, die gute Niki, die hatte es halt schon über einen Monat vorher schon fertig und musste sich so zusammenreißen, mir nicht zu spoilern, sonst irgendwas. Mhm. Hat es aber brav gemacht. Also die Situation, die wir immer haben. Ja. Quasi. Ja, und wir werden das heute so machen, weil es viel Gesprächsbedarf gibt, dass wir erstmal sozusagen den ganz normalen Review-Part machen werden. Also dass wir halt ohne zu spoilern oder ohne Story-Wendungen und sowas zu spoilern, auf das Spiel eingehen werden und sagen, was uns gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat, ob es vielleicht totale Grütze ist, ob es ein Meisterwerk ist und so weiter. Und danach wird dann noch ein separater Spoiler-Part kommen, den wir aber vorher ankündigen, wo wir dann noch über die tollsten Momente, über Änderungen im Spiel sprechen und über das, was das vielleicht für die Zukunft bedeuten könnte. Denn so viel kann man vielleicht gleich vorwegnehmen, das hier ist nicht mehr das Final Fantasy VII von damals. Das ist wohl korrekt. Ja. Und das liegt nicht nur in der Grafik. Ja, das ist richtig. Ja, es gab so einige Änderungen, aber ich würde sagen, wir fangen ja sonst immer mit der Story an, so als Punkt. Ja. Ich denke aber fast, dass es vielleicht Sinn macht, wenn wir heute erstmal alles andere abhaken und dann zur Story kommen als Überleitung zum Spoiler-Part. Ja, können wir so machen. Das macht, glaube ich, Sinn. So, und ich habe mir gedacht, ihr dürft natürlich immer gerne zwischengrätschen, wenn euch irgendwas nicht passt, aber ich habe gedacht, man könnte ja erstmal so mit den oberflächlichen Sachen anfangen und die abhaken. Nämlich alles, was so die Technik und Umsetzung des Spiels angeht. Weil das auch meiner Meinung nach eine der großen Stärken des Spiels ist. Ja, können wir gerne machen. Also ich habe ja schon kurz erwähnt, Grafik, ein großer Unterschied natürlich ist dass jetzt, dass man diese kleinen, klumpigen Polygonmännchen da irgendwie auf seinem Bildschirm flackern sieht. Aber es ist natürlich komplett richtig ausgearbeitete, realistische Figuren, 3D-Figuren wirklich dort rumspringen, rumstehen. Und es sieht so, was die Cutscenes angeht und die Kämpfe an sich, sieht alles unglaublich toll aus. Also die Beleuchtung sieht, ist phänomenal. Funken sprühen, wenn man die Techniken einsetzt, wenn man Zauber startet. Die Modelle selber sehen absolut toll aus. Die Gesichtsanimation und ähnliches. Haben sie alles wirklich sehr, sehr schön gemacht, sehr, sehr schön geremaked. Es gibt allerdings auch so 2, 3 Kleinigkeiten, wo sie gleiche Probleme hatten. Und zwar, wenn es halt um die direkten Texturen ging. Das war nämlich, was uns halt öfters aufgefallen ist, wenn man halt zum Beispiel in den unteren Gebieten von Midgar rumläuft, wo viele Menschen sich herum bewegen, wo man so eine kleine Art Stadt sich wirklich bewegt, in Slums, wo man halt wirklich öfters Texturen einfach komplett abhauen. Die also wo man halt so Schilder hat oder irgendwelche Kleinigkeiten oder bei uns war es ganz toll, die Türen dann manchmal war einfach so, die Texturen waren nicht da. Es war einfach nur ein Klotz da, aber es gab keine Texturen dafür. Und dasselbe auch sowas wie Skyboxen zum Beispiel. Es gab dann verschiedene Level, wo man halt sehr große Sicht nach unten oder nach oben hatte, wo es dann halt zwischen nachts eigentlich ganz cool aussah und halt, wo wir schon gedachten, vielleicht eine Hommage an den ersten, also an den PlayStation 1-Titel sein sollte. Und dann hatten wir auch wieder so Momente, wo man dann halt dachte, oh Gott, das sieht so furchtbar aus, wenn es ein Tag war. Oder wo man halt von oben herab auf eine Stadt runtergeschaut hat. Das ist dann wirklich so, okay, das ist halt, keine Ahnung,
200p Sprite da irgendwie so hingeklatscht und in die Länge gezogen oder sowas. Und ja, das, was ich zu Grafik sagen kann. Ja, ich glaube, Niki wollte noch was sagen. Sie hat kurz sich zu Wort gemeldet zwischendrin. Ja, die Blumen halt, also auch die Texturen der Blumen bei Arifs Haus. Sanja. Ja. Das ist ziemlich schade, weil es eigentlich genau einer der schöneren Szenen waren, wo man dachte, ach, schade. Weil, ja, wäre halt schöner gewesen, wenn die Texturen besser wären, aber ja, kann man nichts machen. Ja. Ja. Ich glaube, also wir waren uns ja da nicht so ganz sicher, aber ich glaube mittlerweile auch, dass das bei der optischen Brillanz, die die Charaktere haben und die Cutscenes und halt auch die ganzen Partikeleffekte in den Kämpfen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das mittlerweile einfach wirklich der Preis ist, den die PS4 fordert. Ja. So, dass sie das, ja. das einfach nicht mehr. Ich denke, man könnte es besser hinkriegen, als dass die Texturen einfach gar nicht reinladen. Mhm. Ich denke, ja. Das wäre schon drin gewesen. Aber ja, man merkt halt dann doch wirklich, dass jetzt die Konsole an ihre Grenzen kommt und ja, aber für mich allein bei dem, was hier abgeliefert wurde, läuft mir jetzt schon ein bisschen das Wasser im Munde zusammen, wenn ich jetzt an das Final Fantasy VII Remake 2 auf der PS5 denke dann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Was sie da raushauen, das wird schon sehr, sehr cool. Und schön, was du meintest auch mit der PlayStation 4, dass es da an seine Grenzen kommt, wo wir es auch technisch sehr stark gemerkt haben, war, als wir festgestellt haben, wir sind der Time Lord. Ja. Wenn man nicht unseren Stream geguckt hat, kann man sehr gerne nachholen bei Graumann Gaming. Hust, Schleichwerbung. Dann ist es nämlich so gewesen, wir haben uns durch die Slums zum Beispiel durchbewegt und wir konnten halt wirklich, als wir einfach mal ganz langsam uns bewegt haben durch die Stadt, sind halt Figuren, die wir halt in der weiten Ferne gesehen haben, haben sich ganz langsam bewegt und irgendwann sind einfach stehen geblieben. Einfach so. Wir sind dann auch stehen geblieben, dann sind die stehen geblieben. Und dann sind wir 2 Meter wieder davor gegangen, dann konnten die auch 2 Meter weiter vorgehen, sind aber mitten in der Animation, selbst wenn sie irgendwie einen Arm gehoben haben oder sonst irgendwas, einfach in der Luft festgefroren. Ja. Weil einfach das die maximale Reichweite, sondern die Sichtweite war, wo gerendert wurde, wo aktive Bewegung in irgendeiner Form vorhanden war. Das war am Anfang, war das extrem, also wo wir zum allerersten Mal in ein Slum-Gebiet reinkommen. Und im Laufe des Spiels wurde es dann nicht mehr ganz so auffällig, aber es ist doch immer wieder passiert. Sowas wie Hubschrauber. Hubschrauber war immer geil. Hubschrauber sahen immer aus, als das ist so. Also irgendwer hat jetzt da aufgehangen. Also die sahen nicht aus wie Hubschrauber, die wirklich fliegen, sondern wirklich so dahingestellt, da noch einer hin und da noch einer hin. Und dann haben die halt ihre Toren irgendwie bewegt, aber sie hatten keine aktive Bewegung wirklich, weil halt die Sichtweite sozusagen zu den Hubschraubern nicht weit genug war, dass die Bewegung wirklich existiert haben. Das sah immer sehr komisch aus. Also ja. Und das wird wahrscheinlich wirklich, weil es auch schon bei anderen Spielen so war, dass halt die Weitsicht, was die PlayStation 4 angeht, nicht mehr so gut ist, wird es auch da an der Konsole einfach liegen, dass es nicht mehr so extrem gut funktioniert. Das ging ja teilweise so weit, dass wir zu einer Menschenmenge hingekommen sind. Ja. Und in der Lage, die war dann stockstill vor einem Fernseher. Und wir waren in der Lage, wenn wir uns langsam genähert haben, die Menschenmenge jeden einzeln wiederzubeleben. Weil dann so, je näher wir kamen, sich ein Mensch nach dem anderen angefangen hat zu bewegen. Und ja, das zeigt die technischen Limitierungen auf. Es war aber auch sehr lustig. Es war wirklich sehr lustig. So. Und man hat richtig gemerkt, dass sie in dieser Szene nicht damit rechnen, dass man sich langsam dadurch bewegt. Ja. Weil das ist eigentlich gleich am Anfang und tiefer und Barrett sagen dir, komm, wir gehen da zu unserer Bar und rennen los. Und man merkt ja, das Spiel erwartet, dass man hinterher rennt. So. Ja. So. Und nun war aber The Ramen am Pad und The Ramen ist jemand, der sich außerordentlich langsam durch Gebiete bewegt, um alles zu sehen. Und ja, dann sind halt links und rechts um ihn herum die Leute einfach erstarrt. Sei froh, sonst hätten wir nicht festgestellt, dass wir ein Time Lord sind. Das ist richtig. Aber dann wir hatten auch eine große Enttäuschung, als wir es nicht mehr waren. Das ist immer für und wieder. Ja, und dann aber abseits auch noch so ein bisschen Optik und Hochglanz des Spiels. Abseits des eigentlichen Spiels muss ich halt sagen, was mir halt sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Inszenierung des Ganzen. So, also jetzt abgesehen von der reinen Story, aber ich mochte, wie over the top diese Story ist und wie over the top diese Cutscenes sind. Ja. So. Und ja, das ist so, das ist ja zum Beispiel was ich an Anime auch sehr mag, dass die halt auch oft sehr over the top sind. Und das hier war so richtig
japanisch, over the top, mit abgedrehten Charakteren, mit Kampfmoves, die nicht gehen. De facto. Das heißt, kannst du etwa nicht ein, ich weiß, wie wiegt das Bastardwort, 100 Kilo oder sowas, 100 Kilo Schwert mit einer Hand durch die Luft wirbeln, dabei selber noch einen Flickflack machen, dich in der Luft dreimal drehen und dann das Schwert auf den Gegner rauf? Das kann doch jeder, also ich bitte dich. Auf jeden Fall. Ja, und das ist halt irgendwie so, das ist halt einfach wirklich Style pur, so, das Ganze. Und mir ist aber auch aufgefallen, dass es aber auch so von der Szenenregie her einfach sehr gut gemacht ist. So. Also ja. Sie haben wirklich bei uns so ein, zwei Magic Moments, zu denen wir dann später noch kommen, haben sie bei uns einfach nur durch gut gesetzte Zeitlupen und so erreicht. Ja. Und das rundet halt für mich dieses im Großen und Ganzen doch optisch sehr, sehr gute Bild ab letztendlich. Ja, und, auch an dieser Inszenierung auch so gemerkt, sie haben zwar sich einerseits ernst genommen, aber andererseits nicht zu ernst. Dass sie halt auch mal ein paar Scherze machen, dass sie halt mal dieses Over-the-Top-Hot einfach darstellen. Und ja, aber ich glaube, am krassesten war es ja wirklich in einem gewissen Vergnügungsviertel, was da für Szenen abgeliefert worden sind, das war ja der Hammer einfach. Ja, aber das passt auch, weil das war auch im Original genauso. Richtig. Da war nicht alles ernst, sondern da waren sehr wohl humorvolle Stellen. Ja, genau. Ja. Also, ja. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, Vergnügungsviertel, das ist euer Ding. Das ist so genial. Ja. Ja, aber sie haben halt, sowohl Niki als auch ich, wir haben ja beide nochmal das Original gespielt, also zumindest den Midgar-Abschnitt. Ja. Und sie haben halt alles, was das Original gemacht hat, auch so in Sachen Humor, wo wir bei dem Punkt schon mal sind, da haben sie halt, also sie haben sowohl bei der Düsternis nochmal verdoppelt sozusagen, aber auch beim Humor haben sie halt, ne, das Vergnügungsviertel, das war im Original lustig, so. Mhm. Und so eine nette kleine Passage. Und hier haben sie ja aber wirklich, sind sie ja wirklich in die Vollen gegangen, mit allem. Ja. So. Ja. Wo wir dann auch, habe ich mir auch sofort in den Momenten, das war das erste, was ich aufgeschrieben habe, die Sachen, die da so passieren. Ja, also das ist, mir hat halt wirklich, sie haben wirklich diese gute Linie gefunden aus Ernsthaftigkeit und Humor und Over the Topness, weil sie nicht dieses Problem entwickelt haben, zumindest für mich nicht, dass Humor und sowas zu schnell nach ernsten Szenen kommt. So. Ja. Also ja. Es wurde für mich nicht konterkariert durch die leichteren Momente. Das stimmt. Genau, sie haben halt wirklich eine richtige harte Linie gemacht zwischen hier hast du jetzt einen ernsten Moment und jetzt ein bisschen später, jetzt hast du mal was Aufatmendes sozusagen, was Lockeres. Ja. Genau. So. Ja, und damit kommen wir mal ein wenig zum Gameplay. Ach nee, Quatsch, ich habe einen Punkt übersprungen, der dezent wichtig ist bei diesem Spiel und wo wir, glaube ich, fast eine, ja, einen Gewinner der Graum Hoch Awards vorwegnehmen müssen. So ein bisschen, ja. Weil, ja, wir haben diesen Soundtrack gehört und wir haben halt gedacht, ja, das hat halt einfach gewonnen. Ja, so ungefähr. Und das in einem Jahr, was musikalisch extrem gut ist. So. Das stimmt. Aber ja, das war. Ja, das, also der Soundtrack von diesem Spiel ist der absolute Hammer. Oh ja, oh ja. Es ist einfach eine Mischung aus den alten Final Fantasy Liedern, Songs, Soundtracks, die sie halt alle genommen haben und halt nochmal neu eingespielt haben, plus etliche Remix-Varianten davon. Oder, was weiß ich, A Cappella oder eine Jazz-Version oder sonst irgendwas. Und auch neue Songstücke dazu geschrieben. Es ist ja der Wahnsinn. Also es gibt, glaube ich, keinen Song, der in irgendeiner Form doof ist oder nicht so gut ist. Es ist halt einfach toll. Man kann sich den Soundtrack auch jetzt im Nachhinein auch rauf und runter einfach nur die ganze Zeit anhören. Ja. Und ja. Ja. Ja, und es ja, ist wirklich so eine schöne Mischung, weil es hatte wirklich diese Momente, die einem sofort ein seliges Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, weil man es noch gekannt hat von früher. Ja. Aber ja, also was mich halt, was ich besonders geliebt habe, war halt einfach die Musik in den Bosskämpfen. So, ja. Weil, ja, so die Bosskämpfe sind sehr episch. Mhm. So, und die Musik hat das aber dann halt nochmal auf over 9000 gedreht. Oh ja.
Und ja, ist halt alles mit Orchester eingespielt und es war halt so krass, weil ich hatte auch die Musik von Final Fantasy VII so gut in Erinnerung. Mhm. Und die ist auch immer noch wahnsinnig gut, vor allem für 1997. Aber diesen Unterschied zu hören von damals, wo das dann fast so ein Gedudel war, zu einer Melodie, und jetzt diesen Orchestren und teilweise singen noch Chöre und so weiter, das ist halt schon echt, da wurde sehr viel Aufwand reingesteckt. Ja, so. Das stimmt, ja. Und vor allem, wenn man halt irgendwie hört, dass zum Beispiel am Soundtrack von Ori and the Will of the Wisps, was ja auch von einem Orchester eingespielt wurde, dass an dem Soundtrack irgendwie 100 Leute mitgearbeitet haben, kann man sich ja vorstellen, was hier so aufgefahren wurde wohl. Ja. Um das einzuspielen. Ja, gut. Und ja, das sind so die technischen Aspekte. Aber wie spielt sich denn das Ganze? Ist ja ein Videospiel, ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Und besonders für mich war es nicht ganz unwichtig, weil wer mich kennt und schon ein, zwei Podcasts gehört hat, der weiß, dass ich ja mit dem Kampfsystem von Final Fantasy XV zum Beispiel so gar nicht warm geworden bin. Und ja, ich habe die Trailer gesehen und dachte, ja, das sieht gut aus, das sieht dynamisch aus, aber ist es das auch? So, und war dann sehr erleichtert zu sehen, dass mir dieses Kampfsystem und das Gameplay sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, es war halt einfach... Man es ist auf jeden Fall kein Turn-Based-Rollenspiel mehr, wie das Original. Ja, das stimmt. Richtig. Und trotzdem haben sie es aber schön gemacht, dass sie halt diese Mischung halt auch noch mit reingemacht haben. Sie haben halt einerseits dieses aktive Kampfsystem, dass du halt wirklich aktiv den Knopf drücken musst, um halt deinen Angriff zu starten. Aber gleichzeitig haben sie halt die ATB-Leiste eingefügt, die sich halt im Laufe des Kampfes auflädt und mit der man dann halt Spezialtechniken oder halt auch Magie oder Items einsetzen kann. Und wenn man halt dann die ATB-Leiste benutzt, dann ist es halt so, dass der gesamte Kampf in eine Art Zeitlupe reingeht oder fast komplett stoppt, nur so ganz, ganz wenig bewegt. Und man halt theoretisch alle Zeit der Welt hat, um halt ein Kommando auszuwählen. Und dadurch halt wirklich eine strategische Tiefe wieder reingebracht hat, die halt sonst so in diesen rundenbasierten Kämpfen eigentlich vorhanden ist. Und ja, und haben da halt auch die Skills, die man auch so kennt, und noch ein paar neue dazugefügt und das hat einen einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, also ich fand das mit dem ATB fand ich einen extrem cleveren Kniff, dass du halt deine Magie und so nicht einfach auf Tastendruck auslösen kannst, sondern dass du, ja, dass sich halt deine ATB-Leiste aufladen muss und erst wenn du halt einen Balken voll hast, kannst du es einsetzen, weil es sich dadurch halt immer noch wie ein Rollenspiel angefühlt hat, so ein bisschen. Ja. Und was von dem Alten hatte. Und ich würde den Punkt machen, dass das Kampfsystem von diesem Final Fantasy tatsächlich taktischer ist als vom Ur-Final Fantasy VII. So, weil ich hatte nämlich, als ich den Stream gemacht habe, zum Original Final Fantasy VII, hatte ich die Diskussion, dass dann war ich am Anfang da und dann sind ja die Kämpfer am Anfang wirklich, du stehst da als Cloud, drückst X, er greift an und dann wartest du. Bis du wieder angreifen kannst. Und das ist das Kampfsystem. Und dann habe ich halt gesagt, und dann habe ich halt nochmal so mein Unverständnis darüber geäußert, dass es Leute gibt, die das dem extrem dynamischen, aktiven Kampfsystem von dem Remake vorziehen. Und dann haben halt zwei Leute gesagt, nämlich George Kill Dreihahn, sie mögen Turn-Based auch lieber. So, und dann habe ich, dann meine ich so, ja, aber zum einen stellt euch mal Turn-Based mit dieser Inszenierung vor. So. Ja. So, das wäre halt ein absoluter Disconnect, wenn da in den Cutscenes die übelste Over-the-Topness passiert und dann stehen sie sich gegenüber und warten, bis sie dran sind. So. Und ich habe dann auch gesagt, das ursprüngliche Final Fantasy VII ist nicht taktisch. Du wählst halt deinen Angriff aus oder deine Zauber. Ja. Und das ist das Kampfsystem. Es hat ja keinen Kniff wie jetzt ein Persona oder so, was da noch eine taktische Komponente reinbringt. Und ich glaube hier, so dieses, dass du immer überlegen musst, okay, ich bin schon ziemlich tot, heile ich jetzt meine Gruppe oder versuche ich dem Gegner nochmal Schaden reinzudrücken, weil er ist fast geschockt und so. Ich finde dann fast das hier taktischer und du musst so viele kleine Entscheidungen treffen im Gegensatz zum Original,
Und ja, mir hat das einfach sehr, sehr gut gefallen, so wie es war. Ja. Vor allem musst du auch schneller nachdenken und schneller Entscheidungen treffen. Wenn zum Beispiel knapp deine HP schon auf null sind und du denkst, oh Gott, was mache ich jetzt? Ja. Genau, ich glaube, das ist auch dieser Punkt, warum manche sich dann vielleicht wieder das Turn-Based irgendwie gewünscht haben. Weil es gibt nun mal wirklich einfach die Leute, die halt sagen, ich möchte einfach in Ruhe überlegen und das halt Stück für Stück mein Tempo halt wirklich machen. Ja. Und für die vielleicht wirklich dann dieses ATP-Kampfsystem sozusagen schon zu schnell, zu hektisch in dem Sinne ist, weil man viel, viel schneller reagieren muss. Du musst aktiv ausweichen, muss aktiv blocken, muss aktiv angreifen und muss wirklich auf alles Mögliche achten. Und das kann für einige vielleicht schon zu viel sein. Während bei Turnbase ja wirklich, du hast ganz in Ruhe, du hast deine Zeit normalerweise, kannst in Ruhe deine Kommandos auswählen, kannst du in Ruhe überlegen, okay, setze ich jetzt zum Beispiel, ich meine, klar, man muss ja auch jetzt auch wieder sagen, bei den Turnbase ist es am Anfang immer so, du hast halt noch sehr wenig Optionen. Du kannst meistens nur Angriff, Angriff, vielleicht ein Zauber, vielleicht eine Technik. Und erst im späteren Verlauf wird es ja viel, viel taktischer, wo du halt wirklich, okay, du hast jetzt deine 15 unterschiedlichen Techniken und Zaubern und der Gegner aber genauso. Du musst überlegen, setze ich jetzt zum Beispiel erstmal Protect ein irgendwie, mache ich jetzt auf mich Hast, aber dadurch verliere ich eine Runde und so weiter und ähnliches. Und ja, und dass die es halt lieber das mögen. Ja, wobei man ja dazu sagen muss, dass es ja Schwierigkeitsgrade gibt im Remake. Und es gibt ja dann auch den sogenannten klassischen Modus, der sozusagen der Easy Mode ist, was ich lustig finde, weil klassisch bei Rollenspielen eigentlich heißt schwer. Ja. So, aber hier ist es halt der leichte. Und der ist ja wohl so einfach, dass sich das Spiel fast von alleine durchspielt. Gab So. es nicht die Option, oder wo waren das? Gab es nicht die Option, dass so einfach Kämpfe automatisch gemacht werden? Es Ja, gab also die. die Kämpfer werden, also der Charakter spielt sich selber, er blockt automatisch selber und er schlägt auch normal selber zu. Und du kannst Befehle Du geben. wartest nur, bis der Balken, ATB-Balken sich aufladet und du gibst dann quasi die Befehle, okay, soll er jetzt einen Special Move machen oder einen Zauber oder heilen. Ah, okay. Und dann macht Genau. er nichts, er steuert sich selber. Ja, Also es ist wie genau. Turn-based, könnte man sagen. Ja, also das finde ich halt auch ganz cool, dass sie das eingebaut haben, halt für Leute, die ja entweder das Alte lieber mögen oder halt einfach überfordert sind von dem Kampfsystem. Ja. Was ich ja auch super affig fand, dass da dann auch wieder Artikel gekommen sind, dass der leichte Schwierigkeitsgrad von Final Fantasy VII zu leicht ist. So. Nein. Und ich dachte, er heißt leicht. Und da war ich wirklich, da bin ich das erste Mal, ich werde selten sauer auf Videospieljournalisten, aber da sag ich da, ey, bei einem Souls und so weiter startet ihr die Debatte, ob es zu schwer ist. Dann beschwert ihr euch als nächstes darüber, dass das Doom Eternal selbst auf den leichten Schwierigkeitsgraden noch zu schwer ist und bei Final Fantasy VII wird sich dann beschwert, dass es auf leicht zu leicht ist. So, das ist halt wirklich, ja, wenn Journalisten nichts zu schreiben haben. Ja. So. Und dann, jetzt kommt eine Frage an dich, Niki, weil wir diesen Schwierigkeitsgrad nämlich beide nicht gespielt haben. Ja. Wenn man das Spiel einmal durch hat, dann schaltet man ja auch den schweren Modus frei. Genau. So. Und ja, was bedeutet das denn? Und wie fandst du es denn auf schwer? Das bedeutet, du darfst keine Gegenstände benutzen. Sprich, du kannst dich nicht wiederbeleben mit Phoenix Down und so, Phoenixfedern, beziehungsweise auf Deutsch, und auch keine ha also Heilsachen benutzen. Sprich, du kannst nur durch Magie oder halt Zaubersprüche wie Beten dich heilen. Das heißt, es ist strategischer noch mehr und schwieriger und ja, und ich bin sehr oft gestorben. Es war sehr frustrierend. Aber ich habe es gut, weil ich einfach selber gemerkt habe, wie ich besser und besser geworden bin. Und die Bosskämpfe waren teilweise wie ja, Dark Souls-like, muss ich sagen, wo ich dann einfach zum Schluss da war und mich so gefreut habe, dass ich es geschafft habe, diesen verdammten Boss zu besiegen. Und einfach stolz war, dass ich es geschafft habe, ohne Items und Gegenstände. Ja, also es ist wirklich toll. Ich habe es Genau. zwar nicht durchgespielt, ich bin nur bis Kapitel 13 gekommen, weil es dann mir irgendwann mal doch zu viel war. Und weil auch andere Spiele dann dazugekommen sind. Und deshalb habe ich es jetzt mal zur Seite gelegt. Ja, also, aber fandst du trotzdem lohnenswert, ja? Also Ja, auf nochmal jeden schwer Fall. zu spielen. Also ich würde es jedem empfehlen, der
Herausforderung haben möchte. Es ist toll. Es ist mega toll. Ja, genau. Und man kann dann auf schwer, also man bekommt dann auch, wenn man es schwer mal durch hat, man bekommt dann irgendwie noch doppelte Erfahrung und dreifache FP, also die Erfahrung für die Materia, für die Zauber. Genau. Und da muss ich sagen, das ist fast ein kleiner Kritikpunkt von mir. Ich habe es jetzt auf schwer, wie gesagt, nicht gespielt, aber wir waren am Ende unseres Playthroughs waren wir auf Level 37. Mhm. Und du kriegst dann halt doppelte Erfahrung, dreifache FP und das maximale ist 50. Ja, also ich bin relativ schnell am Anfang, als ich von neu angefangen habe, auf Level 50 gekommen. Aber das heißt noch lange nichts. Also das Spiel erwartet sogar, dass du mit Level 50 den neuen Hard Run Modus spielst, weil es trotzdem schwer ist. Ja. Ja. Also, und du solltest alle Materie auch im besten Falle auf die höchste Maximalstufe haben, damit du wirklich effizient und etwas leichter machst deinen Kampf. Genau, ich will noch vielleicht auch mit zum Gameplay noch erwähnen, es ist halt so, wer es vielleicht noch nicht kennt von Final Fantasy 7, dass halt die gesamten Fähigkeiten, ja doch, fast alle Fähigkeiten und Zauber sind halt an sogenannte Materie gekoppelt, die man halt in seine Waffe und seine Ausrüstung reinsteckt. Die kann man auch beliebig austauschen und dadurch erhält man eigentlich erst seine ganzen Spezialmoves und seine ganzen Zauber und so weiter. Nur bestimmte Spezialmoves sind halt an gewisse Waffen auch noch gebunden. Mhm. Und hier im Remake ist es ein Original aus, dass man die Waffe levelt? Oder ist das jetzt? Nein. Das war im Remake nur so. Ja. Genau. Und jetzt ist es halt so, dass man auch. Es gibt halt. Also, jetzt am Anfang ist es so, dass für jeden Charakter gibt es irgendwie 5 Waffen, die man finden kann. Und jede Waffe hat nochmal einen extra Spezialmove, den man halt erst komplett erlernen muss. Dann kann man diesen Move halt auch benutzen, dass man halt nicht die spezielle Waffe dafür benutzt. Mhm. Und dann ist auch noch so, dass halt jede Waffe, man kriegt dann halt Waffenpunkte, die man halt für diese Waffe benutzen kann, um zum Beispiel den Angriff zu erhöhen, die Magie, Resistenz, Leben, Mana und so weiter. Und so levelt man sozusagen seinen Charakter auch noch mit. Nicht nur durch das eigentliche Level, sondern halt wirklich durch die Waffenpunkte und durch die Verstärkung der verschiedenen Materia. So läuft das System nochmal ab, kurze Erklärung. Ja. Dazu gibt es auch noch so eine Kopplungsmateria, sowas wie, wenn du jetzt mit der Materie noch eine Feuermaterie verbindest, dann machst du zum Beispiel Feuerschaden. Das musst du halt dann auch in deine Waffe reinbinden und ähnliches. Ja, und gerade dadurch, dass man die Waffen halt noch leveln kann sozusagen und die sozusagen kleine Skilltrees haben, so die sogenannten Kerne, glaube ich, waren es, Waffenkerne, kann man quasi auch seine Charaktere viel, viel aktiver seinem Spielstil anpassen. So, also es ist nach wie vor so, dass Eris halt schon die Heilerin eigentlich ist und die Zaubermagierin. Aber du kannst dir halt auch trotzdem Stab geben, der mehr auf physischen Schaden ausgelegt ist. Und sie quasi so ein bisschen ausgeglichener machen damit. Und ja, bei uns war zum Beispiel Barrett auch zwischendrin Heiler, was er halt im Original definitiv, wofür er nicht gedacht ist. Ja. So, ja. Genau, weil man ihm jetzt auch einfach eine Waffe geben kann, die halt viel mehr auf Magie-Werte geht und so weiter und so fort. Und auch da ist halt ein bisschen Tiefe reingekommen, weil im Original ist es halt so, du machst die Materie, also die haben ihre festen Werte und in die Slots machst du die Materie und dadurch steigt dann zum Beispiel Stärke und sinkt Magie oder sowas in die Richtung. Aber mehr ist halt nicht sozusagen an Optimierung. Und das ist schön. Und was mir halt am Gameplay besonders gefallen hat, was ja mein großes Problem an 15 war, ich hatte in Final Fantasy 7 endlich das Gefühl, dass ich meistens die Kontrolle über das Geschehen habe. So. Ja. Also, dass ich das Gefühl habe, wenn mich jemand angreift, dann kann ich das blocken, ich sehe, woher die Angriffe kommen, ich weiß, warum ich gerade getroffen werde, nicht immer. Es gab zwar schon am Ende so eine Szene, so, ohne jetzt den Gegner zu spoilern, aber da ist ein Gegner, den du in einer großen Masse bekämpfen musst. Ach ja. Und wir haben einfach, also, das war so ein Moment, da haben wir immer noch blind um uns geschlagen. In der Hoffnung, dass wir irgendwas treffen und irgendwie überleben. Und es gibt schon diese Gegnertypen, die darauf ausgelegt sind, dich ein bisschen abzufacken. Weil sie dich andauernd umschmeißen oder weil sie irgendwelche fiesen Techniken haben, auf die man schnell reagieren muss und so weiter und so fort. Aber ich habe halt schon gesehen, es gibt von diesem Spiel auch Zero-Damage-Runs. So. Ja.
Also es ist möglich, ich weiß zwar nicht wie, offen gesagt, aber es ist möglich, ohne Schaden zumindest weite Teile des Spiels zu spielen und auch richtig gut da drin zu werden, weil es gibt ja auch so Challenges, dass Leute zum Beispiel alle Bestia am Stück, da gibt es auch so eine Arena-Challenge für, alle Bestia am Stück irgendwie in 5 Minuten oder in 2 Minuten 30 besiegen oder so. Und wir saßen halt an jedem dieser Bosskämpfe 20 Minuten. Mhm. So, ja. Und daran sieht man halt wirklich, wie viel Tiefe dieses Kampfsystem hat und dass man es auch wirklich meistern kann und sich nicht nur wie in vielen Rollenspielen so um die Gegebenheiten drumrum windet. Das stimmt. Ja. Also ich habe mir so ein, zwei Videos schon angeguckt von so ein paar Bosskämpfen. Es ist abartig, was die darauf haben. Also so von ihren Skill her, als auch wirklich mit dem Wissen, wie jeder einzelne Boss funktioniert. Was ist die Schwäche des Bosses? Was kannst du machen, um auszunutzen? Und so weiter. Das ist halt wirklich, das ist krass. Ja. Ja, und wo wir bei ihnen gerade schon sind, bei den Bestia, beziehungsweise hier sind es Esper, ne? Genau. Werden sie genannt. Also jedenfalls die Beschwörungskreaturen der Final Fantasy Reihe, die ja in der Vergangenheit durchaus ein bisschen gelitten haben. Die sind hier in alter Stärke zurück, sage ich mal. Sie sind keine Maschinenwesen mehr. Sie werden nicht mehr nur getriggert, wenn du stirbst. Sie sind nicht plötzlich völlig neue Wesen, die alle scheiße aussehen, sondern es sind einfach die guten alten Bestia, wie wir sie kennen. Und sie sind ja auf jeden Fall eins der Highlights des Spiels. Ich finde auch hier vieles so sinnvoll. Ich finde es sinnvoll, dass du halt eine gratis bekommst oder zwei, glaube ich. Und die anderen Bestia musst du aber bekämpfen, damit du sie bekommst. Ja. Und das ist halt schön, weil es epische Bosskämpfe hergibt. Und du dann wirklich so, wenn du sie danach einsetzen kannst, das ist wirklich so ein belohnendes Gefühl. Ja. Ja. Also da, wie damals bei, wenn du dich erinnerst, auf Final Fantasy 8, wo man hier den Teufel, ich hab den Namen vergessen, den aus der Lampe. Naja, der erste war Ifrit, schon. Gegen Ifrit musste man kämpfen. Ja. Ja, viele, die Steiner Brothers ja auch. Ja, ja, genau. Aber zuerst, genau, musste man gegen sie kämpfen und dann hat man sie bekommen. Genau, das war ja auch immer cool, dass du halt wirklich die Bestias hattest, um dann halt, du musst sie erst herausfordern, wenn du sie gezogen hast, dann konntest du sie selber einsetzen. Das hat immer Spaß gemacht. Ja. So haben wir es dann auch wieder gemacht, ja. Ja, da finden sie hier einen ganz lustigen Kniff sozusagen, wie das gestaltet wird. Ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler. So, du triffst halt so einen Dude und die Esper sozusagen, kommen natürlich in Midgar nicht vor in dieser Stadt. Ja. So, und er gibt dir quasi eine VR-Brille, mit der du, wo die Daten dieser Bestia drauf sind, und wenn du sie da bekämpft hast, dann kannst du sie quasi in echt beschwören, was ganz cool ist. Und da habe ich aber eine Frage an euch, wie fandet ihr denn, weil da habe ich auch unterschiedliche Meinungen zugelesen, wie fandet ihr denn die Einsatzbegrenzung? Weil die Bestia dürfen ja nur in schwierigen Kämpfen eingesetzt werden, sozusagen. Dann taucht irgendwann so ein Balken auf, der hochtickt oder runterläuft, jedenfalls ein Balken, und wenn der quasi, wenn diese Zeit um ist, dann darfst du für eine bestimmte Zeit deine Bestia einsetzen. So, und da habe ich sowohl Leute gelesen, die das blöd finden, dass das so massiv reduziert ist, aber auch welche, die halt sagen, das ist halt gut, weil es sollten ja auch spezielle Momente sein. Fang du an, Niki? Okay, ich persönlich finde es gut, dass man sie nicht zu oft verwenden kann. Weil man konnte sie ja teilweise sogar bei normalen Gegnern, die man so in der Gegend halt gefunden hat oder trifft, benutzen, wenn man halt lang genug kämpft und Glück hat und auf einmal der Balken erscheint. Wo ich mir denke, ja, benutze ich jetzt sicher nicht, weil brauche ich nicht. Jetzt nicht notwendig, aber natürlich macht es auch Spaß und denkt sich, ja, jetzt extra Damage rein und ja, eliminieren wir sie. Ja. Auch Spaß, warum nicht? Aber ich fand ehrlich gesagt, vom wie oft jetzt man beschworen könnte, eigentlich ziemlich geregelt und passend. Und meistens waren es bei Bosskämpfen und da fand ich, gehört sich und denkt man sich, ja, jetzt sammeln, damit es noch epischer wird, der Kampf. Und ja, ich finde, das passt so, wie es
Ja. Ich sage mal so, ich verstehe beide Seiten. Also, ich meine, klar, es ist irgendwie schade, dass du nicht mehr selber aktiv selber sagen kannst, okay, ich will jetzt aber in diesem Moment meine Bestia irgendwie beschwören, meine Esper. Auch bei so kleinen Mini-Bossen irgendwie oder sonst irgendwas, wo es gar nicht erst aktiviert wurde, weil es halt gesagt wird, der Kampf ist nicht schwierig genug, damit du dann deine Esper beschwören kannst. Das ist schon schade, dass du es nicht mehr selber aktiv bestimmen kannst, jetzt möchte ich es beschwören, sondern immer auf die Gnade des Spiels angewiesen bist, dass es dir halt sagt, okay, jetzt darfst du. Aber ich persönlich finde es eigentlich auch nicht schlecht, dass es halt so eigentlich geregelt wurde, weil ich glaube auch einfach, wenn du es wirklich einfach selber aktiv immer einsetzen könntest, ja, dann würden halt diese Momente wirklich wegfallen, dass du sagst, boah, jetzt episch und jetzt hier dieser krasse Bosskampf und jetzt hole ich mir halt auch den Ifrit dazu, der jetzt halt hier raufdrömmelt und nochmal einen epischen Finisher hat und ähnliches. Diese tollen Momente würden halt einfach belanglos irgendwann werden, so ein bisschen. Und da muss ich wirklich sagen, dass das bei mir ganz, bei allen Fällen war es ja wirklich so, obwohl halt die Esper-Bestias und so weiter so übermächtig waren, habe ich die ja irgendwann wirklich eher seltener benutzt, weil es mich einfach aufgeregt hat, immer diese elendig lange Cutscene mir anzuschauen, bis halt endlich mal die Bestia seine krasse Attacke gestartet hat, um dann den Gegner zu vernichten. Und ich denke, den Gegner kriege ich aber in derselben Zeit auch selber tot. Ja. Dann muss ich mich nicht eine elendig lange Cutscene anschauen. Da ein Hoch auf Final Fantasy X. Genau, wo es dann war, dass du halt auch beschworen kannst, aktiv mit denen kämpfen kannst, rundenbasiert, genau. Und von daher finde ich es eigentlich so cool gelöst, dieses, du hast halt für einen schwierigen Kampf, kommt halt als besonderer Moment dein Esper halt herbei und kämpft halt mit dir mit gleichzeitig. Und macht halt ganz am Schluss dann nochmal so einen krassen Finisher und du kannst halt schon durch mit deiner ATB-Leiste immer wieder die einzelnen Moves halt wirklich aktivieren und bestimmen, was er halt eigentlich so einsetzen soll. Der Finisher ist dann halt auch mal diese coole Cutscene und die sieht ja halt nun mal wirklich sehr, sehr episch aus. Von daher finde ich eigentlich so, wie sie es gelöst haben, vollkommen in Ordnung. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, also dem schließe ich mich an. Ich finde es auch gut. Ich finde vor allem cool, dass sie wirklich mit dir mitkämpfen. Mhm. So, dass du nicht nur ihren einen Move triggerst und das war's. Ja. Dass sie mit dir mitkämpfen und dass du ihnen dann noch aktiv Befehle geben kannst. So, und ja, und dass dann halt dieser, ja, das, was in den früheren Teilen einfach ihr Move war, dass das dann halt ihr großes Finale ist, sozusagen, mit dem sie sich verabschieden. Und da, ja, ich glaube, wir haben immer, wenn der Balken aufgetaucht ist, haben wir uns gefreut und haben gejubelt, wenn wir sie beschwören konnten. Ja. Vor allem, weil, ja, du in Bosskämpfen halt auch teilweise das Gefühl hast, okay, das wird mir jetzt gerade richtig helfen, dass ich das kann. Und ich glaube halt auch, dass wenn du sie ständig einsetzen könntest, ja, würden sie halt schnell ihren Reiz verlieren. Und dadurch, dass du sie halt dann doch verhältnismäßig selten siehst, habe ich mir halt auch ihre Superattacken dann jedes Mal wieder gerne angeguckt. Richtig, genau. Ja. Und ich bin halt gespannt, also wir sagen jetzt nicht, welche Bestias es sind, aber ich bin halt gespannt, welche Bestias sie halt noch einführen werden noch in den nächsten Teilen, wie sie es da dann auch handhaben werden und so weiter. Ja. Also, die Urteile fallen von der 7 ja auch viel, viel mehr Espers als die wir jetzt halt in diesem Teil hatten. Ja, man muss sich ja auch noch ein bisschen was aufheben. Natürlich. Aber da bin ich halt gespannt, wie die denn halt aussehen werden oder so. Ja. Ein kleiner Kritikpunkt vielleicht an der ganzen Sache. Etwas, was ich persönlich doof finde, ist, dass, ohne sie jetzt zu spoilern, aber ich glaube, die meisten wissen es eh, dass die letzten zwei Bestia, die du bekommen kannst, sind halt sehr große. Mhm. Und du schaltest die halt relativ gegen Ende frei. Und du kannst sie dann halt irgendwie in 80% der Kämpfe nicht mehr einsetzen, weil das Spiel sagt, der Raum ist zu klein. So. Was halt zum einen Schwachsinn ist, weil die Räume immer riesengroß sind. So, und die da locker reinpassen würden. So, und zum anderen ist, also das finde ich wirklich unbefriedigend, gerade wenn man sich, wenn, das war jetzt ja bei uns nicht der Fall, aber gerade zum Beispiel Church Key, der uns ja zugeschaut hat immer, der hat sich halt die allerletzte Bestia geholt, für die man dann doch einiges tun muss und einen ziemlich schwierigen Kampf dann bestreiten und konnte ihn dann in seinem Playthrough einfach nicht mehr einsetzen. Ja. Weil das Spiel gesagt hat, geht nicht. Der letzte Summon ist auch eher New Game Plus gedacht, muss man dazu sagen, ja. Ja, das stimmt, aber ne, das Ding ist halt, man muss bedenken, dass ja in den heutigen Zeiten viele die Spiele nicht mal durchspielen.
So, und das halt, wenn dann bei so einem Spiel die einen Durchgang machen und das war's. Und das New Game Plus ist halt wirklich so für die Hardcore-Spieler dann im Prinzip. Und ja, da finde ich es halt schon irgendwie schade, dass sie sagen, hey, Glückwunsch, du hast dir diese Bestia verdient, einsetzen darfst du sie nicht. Ja, ja, das, ja. Absicht, das stimmt schon. Das wäre so ein kleiner Kritikpunkt an dieser Stelle. Ja. So, jetzt tut es mir leid, ich muss mal kurz aufs Klo. Okay. Okay. Ich merke mir Minute 40. Okay, bis gleich. Ja, genau. Es war toll. Verzeiht für den Schnitt. Ja. Ja, nur noch ganz kurz als Einwurf. Wir haben es zwar vorhin schon kurz erwähnt, aber ich wollte es nochmal so als Extrapunkt hervorheben, weil es, glaube ich, fast eins meiner Highlights des Spiels ist. Wo ich aber auch verstehen kann, wenn man das nicht mag. Nämlich, dass, wie gesagt, die Bosskämpfe teilweise wirklich so zu 20-minütigen Epic-Highlights hochgestilisiert wurden. Ja, mit mehreren Phasen, mit Deckungsmechaniken, mit Supermoves, mit verschiedenen, mit einzelnen Teilen, die man anvisieren kann. Halt so richtige 2020er Videospielbosse in episch. Ja. Ja. Also, ich find's geil. Ich auch. Also, ich hätte Zeit oder solche Bosse. Bei Dinik, du hast ja auf hart gespielt, wie war denn das, wenn du jetzt bei so einem Boss irgendwie da in der letzten Phase warst und dann bist du gestorben, musst du wirklich komplett von Anfang an wieder? Natürlich. Was hast du gedacht? Dass es vielleicht irgendein Checkpoint-System gibt oder so. Nein, es ist, wie gesagt, frustrierend, Steve. Ja, okay. Wie gesagt, das ist auch einer der Punkte, wo ich vorhin dachte, ja, da kann ich gut nach, also ich glaube deswegen, ich habe ja auch gesagt, nee, ich spiele das nicht auf hart. Da habe ich keine Lust drauf, dass ich so einen Kampf dann irgendwie 2 Minuten vor Ende verliere und dann darf ich 20 Minuten nochmal spielen. Ja. Aber so. Im Prinzip umso besser. Ja. Es ist, wie gesagt, Dark Souls-Feeling. Es ist so, yes! Aber in Dark Souls kämpfst du selten 20 Minuten gegen einen Boss. Ja, es ist dann lang und ärgerlich und du denkst dir, ach nö, ich mag nicht mehr. Aber du hast dann einfach den Ehrgeiz und du machst das trotzdem, weil du denkst, ich will das jetzt schaffen, ich will das jetzt schaffen. Und du warst jetzt kurz davor und du denkst dir, ja, jetzt nächstes Mal schaffe ich es. Ja, aber also so im Großen und Ganzen fand ich das auch super und wie gesagt, war eins meiner Highlights des Spiels. Also ja, vor allem, wenn man danach dann das Original nochmal gespielt hat, das ist halt so krass zu sehen, was sie da für Mühe reingesteckt haben. Ja, zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel war der Airbuster, so, der, ja, wo sie im Remake wirklich Part draus machen, dass du ihm noch, dass du im Voraus noch arbeiten kannst, um ihn schwächer zu machen, um ihm Teile zu manipulieren und so weiter, damit die Gruppe eine Chance hat sozusagen. Und im Original, das war so lustig, dass ich ihm 2 Limits verpasst habe und dann völlig perplex war, dass er tot war. Ja, also die Bosse im Original sterben generell sehr schön. So, und ja, und wie gesagt, sie haben alle mehrere Phasen. Es gibt, haben super Moves, wo du in Deckung gehen musst, wo die KI sich unfassbar gut verhält. Ja. Was mich wirklich überrascht hat, dass die in der Regel wirklich auch in Deckung gehen und ausweichen und so. Aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn man das nicht mag, vor allem, weil man halt, von, wie gesagt, weil man von vorne anfangen muss, wenn man verliert. So, und ja, also das ist uns ja nur 2-mal passiert. Einmal bist du beim Boss gestorben, einmal ich. Ja. Und ja, also besonders bei einem Boss, also dem Anfangsboss von Kapitel 8, sagen wir es mal so, ja, da war es halt schon, da hast du einfach keine Ahnung, der Stream ging los und du hast einfach 20 Minuten gegen ihn gekämpft und dann bist du gestorben. Ja. Und dann musstest du nochmal 20 Minuten gegen ihn kämpfen und das ist schon happig. Das war schon happig, das stimmt wohl, ja. Ja. Ja, aber also die wie halt, das ist wieder Inszenierung, ne, was wir vorhin hatten. Das ist einfach fantastisch gemacht, wie die unterschiedlichen Phasen sind, wo ich dich auf unterschiedliche Sachen konzentrieren musst, du musst unterschiedliche Taktiken fahren. Das war einfach cool, was sie da alles rausgehauen haben. Ja. Mhm, apropos Phasen, da möchte ich noch was sagen. Was mich sehr geärgert hat, ist, dass man meistens die Limit-Moves aufgeladen hatte und man sich nie sicher war, kommt jetzt noch eine Phase oder nicht. Ja. Ich jetzt mein Limit-Move verschwenden oder nicht. Und es war halt auch wirklich so der Fall, zumindest bei mir, ich habe ihn benutzt und dann nächste Phase. Und dann denkst du, hätte ich den bloß doch nicht benutzt. Das war sehr ärgerlich. Ja. Das stimmt, das müssten sie vielleicht noch ein bisschen nochmal
umändern. Da haben wir uns ja selber auch oft geärgert bei Bosskämpfen. Man hat die Schockleiste eigentlich voll oder fast voll irgendwie. Und dann hast du die HP des Bosses runtergekloppt und auf einmal geht der Boss in die nächste Phase und die Schockleiste ist wieder komplett leer. Richtig, es ist wirklich fast bei den meisten Bossen so, dass die Schockleiste genau dann voll ist, wenn es dann schon eh zur nächsten Phase geht. Ja. Ja, das hat uns öfters geärgert, stimmt. Das muss man sagen, ist ein Kritikpunkt, ja. Hatte ich mir ja auch aufgeschrieben. Auch an hier für alle, die es vielleicht nicht gespielt haben, die Schockleiste lädst du quasi auf mit bestimmten Attacken. Also jeder Boss und jeder Gegner hat so bestimmte Bedingungen, wie du diese Schockleiste füllen kannst. Und wenn die voll ist, kannst du halt super viel Schaden gegen ihn machen. Ja. So, und bei den Bossen ist es halt wirklich oft so, dass du sie dann gerade im Schock hast und dann wechseln sie die Phase und es geht einfach weiter, als hättest du nie was erreicht. So, und dann fängst du ja von vorne an. Und das ist dann zum Beispiel auch bei den Limits so, dass die dann auch wirklich nur so viel abziehen, wo der Punkt ist, an dem die Phase wechselt. Ja. So, die wechseln genau an einem bestimmten HP-Punkt und dein Limit schlägt ihn dann in diese Phase rein und du kannst dein Limit unter Umständen völlig verschwenden, deine Superattacke. Und das ist halt ärgerlich und das passiert halt wirklich des Öfteren mal. Und ich muss halt zum Thema Bosse noch sagen, da werden wir aber später, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf eingehen. So sehr ich die Bosse auch mag, das Spiel übertreibt es teilweise mit den Bossen ein bisschen. Gerade gegen Ende sind es einfach viel zu viele Bosse. So, da kommt, also meiner Meinung nach, da kommt dann nämlich einfach Boss nach Boss nach Boss nach Boss, weil sie gemerkt haben, fuck, unser Spiel ist zu kurz, wir müssen das jetzt irgendwie strecken. So. Wir können den jetzt nicht noch ein Nebenquest-Kapitel hinpacken, deshalb haut ihn einfach Bosse um die Ohren, die alle super cool inszeniert sind, aber so der gesamte Chat plus wir war im letzten Stream irgendwann so, ja, okay, reicht jetzt auch. Ja. Ja, das generell, da können wir später darauf eingehen, was die Spielzeit an sich angeht vor den Spielen. Ja, ich glaube, das liegt ehrlich gesagt nicht an den Boss nach Boss nach Boss, sondern was davor alles. Ja. Ja, also sowas bei mir. Ja. Weil ich fand Boss nach Boss gar nicht mal so übel. Das hat mich sogar gefreut, weil dann immer Action mal war und die Story voranging und es waren halt die wichtigen Bosse wirklich auch im Original, die auch halt. Ja, gut, aber sie haben schon etliche dazu erfunden. Noch. Also, ja, okay. Bis zum Ende, ja gut, zum Ende hin. Ja, ich meine wirklich ganz am Ende. Da ist ja wirklich, es ist ja fast ein Boss-Rush mit kurzen Story-Fetzen dazwischen. Der Teil da, mit den drei. Ja. Okay, okay, ja, das stimmt. Da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist übertrieben, wie oft die wieder erscheinen und wie oft nochmal und nochmal gegen die kämpfen. Ja. Und was ich ganz witzig fand, weil es mir echt nicht mehr bewusst war, weil ich jetzt wirklich das Original nicht mehr so präsent im Kopf hatte, als ich es dann nochmal gespielt habe, dass ich gesehen habe, wie viele normale Gegner aus dem Original sie zu Bossen hochstilisiert haben. So. Ja. Was halt, wie gesagt, was sich teilweise cool anfühlt und teilweise unnötig. Also da waren dann wirklich so, so Bosse, die dann, von denen du teilweise drei auf einmal bekämpfst, so, als normale Gegner, werden dann plötzlich zu einem mehrminütigen Bosskampf. Und das halt auch noch in so einem Kapitel, wo man denkt, ja, warum bist du da? So, und aber ich fand es trotzdem irgendwie lustig, dass sie, ja, quasi sich die Bosse, die wirklich, oder die Gegner, die wirklich groß und beeindruckend eigentlich sind, so richtige Waffentechnologien, dass sie da gesagt haben, ja, warum ist das kein Boss? So nach dem Motto. Ja. So. Also das ist jetzt weder Kritikpunkt noch was Positives. Das fand ich einfach nur lustig zu sehen, dass ich wirklich dachte, ach, dich kenne ich doch. Du warst kein Boss. Ja, genau. So. Das dazu. So, und dann habe ich noch, bevor wir auf die Story an sich eingehen, beziehungsweise die Story kommt ja dann noch. Ich habe jetzt noch einen Pluspunkt und dann noch so ein paar Minuspunkte, bevor dann der Story-Part kommt. Ja. Was ich zur Story nämlich vorab schon mal sagen möchte als positiv ist, was uns, glaube ich, allen sehr gut gefallen hat, ist, dass die Nebencharaktere viel mehr Screentime bekommen als im Original. Ja. Und viel mehr Dialog. Aber also auch die Hauptcharaktere natürlich deutlich ausgereifter sind. So, ja. Also zum Beispiel so, das ist mir besonders bei Tifa aufgefallen. So, also ne, all das, der Zweifel und das Leid und so, ohne jetzt was zu spoilern, was sie durchmacht und
wie sie an sich und ihrem Vorhaben zweifelt. Im Original kam das halt gar nicht rüber und hier halt deutlich mehr. Mhm. Und aber wie gesagt, gerade bei den Nebencharakteren so Jesse, Bix und so, mit denen konnte ich halt ja jetzt viel mehr anfangen und dadurch wurden die Geschehnisse um sie halt auch einfach viel emotionaler. Das stimmt. Im Original waren die mir wirklich egal. Ja. Generell auch, dass sie halt viel noch hinzugefügt haben, auch was die Welt an sich angeht. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja wirklich einfach, nehmen wir die Gruppe Avalanche an sich einfach. Ja. Wenn man vergleicht, wie diese Gruppierung im Original dargestellt wird und wie sie jetzt halt hier im Remake dargestellt wird. Hier im Remake glaubst du jetzt halt wirklich, okay, das ist halt wirklich eine große Gruppierung, so hat dem Motto. Und im Original war es halt wirklich so, das sind halt die paar Typen. Ja. Die nennen sich zwar so, also, ja, was soll's, das ist halt die Gruppe. Und hier hast du ja wirklich das Gefühl so, ja, das ist aber wirklich eine Organisation, die da auch noch dahinter steckt und ähnliches. Ja, ja, es ist einfach, es fühlt sich sinniger an und stimmiger an als im Original. Und ja, also einfach alle Aspekte, auch die ganze Klimakritik und so, die da mit drin steckt, natürlich auch damals schon, das wird halt alles viel ausgereifter erzählt als damals, weil ja, ist halt einfach, ja, ist ja auch logisch. Sie haben sich die Zeit genommen, aus einem 5 bis 6 Stunden Abschnitt des Spiels ein ganzes Spiel zu machen. Ja. So. Ja. Und ich hatte halt vorher große Sorge, ob das Sinn ergibt, weil ich Angst hatte, dass sie das nicht sinnvoll ergänzen können aufgrund der schreiberischen Qualität der letzten Ableger. Ja. War aber dann erfreut zu sehen, dass eigentlich so alles, was sie neu hinzugefügt oder fast alles, was sie neu hinzugefügt haben, für mich wirklich geklickt hat und ich, ja, die Ergänzung bei den Nebencharakteren mochte. Ich mochte auch die neuen Charaktere, die sie eingebaut haben. Ja. Auch wenn es teilweise nur kleine Rollen waren. Es hat sich einfach ziemlich stimmig angefühlt jetzt. Das stimmt, ja. Ja, daran merkt man auch einfach, das ist halt das Team, was da jetzt dahinter steckt. Sie haben einfach die ganzen alten Hasen dazu geholt, die halt auch schon die PlayStation 1 Final Fantasy, die man halt bis heute, oder auch Final Fantasy 10 noch, die man bis heute halt hoch in den Himmel lobt, das waren halt dieselben Leute, die schon die Geschichten dafür inszeniert und geschrieben haben. Und da merkt man einfach, das ist halt ein ganz anderes Team und ganz andere Herangehensweise, als die halt dann für Final Fantasy 13 und 15 die Stories gemacht haben. Und ja. Sie haben den Druck halt der großen Fan zusätzlich. Das auch noch, genau. Weil sie wissen, sie dürfen dieses Spiel einfach nicht verkacken. Das ist wohl korrekt, ja. Und ja. Dafür sind sie, wenn wir es auch später im Spoilerpart noch weiter diskutieren, haben sie doch ein großes Risiko eingegangen. Ja, oh ja, das stimmt. Ein mutiges Risiko. Ja. Ja, und wo wir bei den Charakteren schon mal sind, kommen wir doch gleich zu einem kleinen Kritikpunkt, der gleichzeitig aber auch für viel Gelächter gesorgt hat. Und zwar die deutsche Synchro bzw. die deutsche Lokalisierung des Spiels. Weil man muss es so deutlich sagen, ich habe mir jetzt auch wirklich nochmal, ich habe jetzt wirklich in das Spiel auch nochmal auf Deutsch reingeguckt. Ja. Und das Spiel ist wirklich furchtbar übersetzt. Yep. Und eingesprochen. Yep. So. Also ich finde, wir haben in Deutschland, auch wenn ich immer die Originalton oder Englisch halt bevorzuge, wir haben eine gute Synchro- und Lokalisierungslandschaft eigentlich in Deutschland. Oder ja. Halt auch den deutschsprachigen Ländern so. Aber hier, also ich weiß nicht, die Charaktere klingen alle gelangweilt oder psychotisch. So. Und ja, aber eben, das liegt aber auch teilweise an den Texten, die ihnen geschrieben wurde. Und ich sage jetzt gleich dazu, ehe das jetzt wieder jemand anbringen möchte, ja, uns ist bewusst, dass das Problem, warum die englische Sprachausgabe und die deutschen Untertitel oft nicht miteinander übereinstimmen, dass das ist, weil die deutschen Texte auch meistens aus dem Japanischen direkt übersetzt werden und bei den Englischen sie irgendwie dazu neigen, das immer sehr zu versoften. Das Ding ist nur hier, ich glaube nicht, dass das hier auch der Fall war. Ich glaube es einfach nicht. Ich kann es mir auch beim besten Willen vorstellen. Weil wenn die deutschen Texte wirklich näher am japanischen Original sind als die englische Fassung, dann Applaus für die englischen Schreiber. Ja. So, dann haben sie diese Story sinnvoll gemacht. Denn man muss wirklich sagen,
Das Gesagte oder dann Untertitelte geht teilweise komplett an dem vorbei, was zumindest in der englischen Version gesagt wird. Ja. So. Und das Ding ist halt, deswegen glaube ich nicht, dass das diesmal der Fall war, das, was sie im Englischen sagen, ist absolut sinnig. So. Ja. Und das, was sie im Deutschen sagen, ist teilweise völliger Humbug und manchmal wirklich das exakte Gegenteil von dem, was gesagt wird. Ich habe da so eine Szene im Kopf, wo Cloud mit so einem Jungen spricht, der mit einem Schwert übt und so. Und ja, es geht dann halt um die ungewisse Zukunft und so weiter und so fort. Und im Englischen sagt Cloud sowas in die Richtung wie, ja, man kann nie sicher sein und es kann jederzeit enden und so. Und im Deutschen sagt er quasi, du musst nur an dich glauben, dann wird das schon. Ja. Was halt so nicht Cloud ist. Ja. So, und deswegen, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das, dass da die deutsche Variante näher am Original ist. Das glaube ich einfach nicht. Und teilweise... Teilweise sind die Texte auch einfach kompletter Blödsinn. So. Ich gehe mal von hinten nach vorne durch. Unsere drei liebsten Sätze. Einmal die tolle Redewendung mit Links und Fieber. Ja. War sehr schön. Die war wohl sowas heißen sollte wie, das mache ich doch mit Links. Genau. Wo ich ja im Nachhinein erfahren habe, dass man früher wirklich gesagt hat, das mache ich noch mit 40 Grad Fieber. Ja. Da haben sie das einfach kombiniert. Haben sie es einfach kombiniert, halt, dass das aktuelle und das damalige so. Und dann aber natürlich meine zwei Highlight-Szenen. Einmal, ich glaube, es ist kein Spoiler, weil es sehr früh kommt. Einmal begegnet man Eris das erste Mal und sie schenkt dann eine Blume. Und Clouds Reaktion darauf hin ist: Ich lass mich nicht erpressen. Und im Englischen sagt er sowas wie in die Richtung I don't want to get you in trouble oder so. Genau. Im Englischen ist halt wirklich so die Szene, er versucht jetzt mitzuteilen, dass er verfolgt wird und das Beste für sie wäre, sich von ihm fernzuhalten. Und im Deutschen ist halt natürlich so, ich lass mich nicht erpressen und Eris rüberkommt wie irgendeine Mafia-Braut oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Und du denkst, was passiert? Und natürlich das absolute Highlight des ganzen Spiels. Es gibt eine Szene, wo man mit Jessie unterwegs war und dann ist man bei ihrer Wohnung und hat einen süßen Dialog und am Ende sagt sie im Englischen Nighty Night, Psych, weil sie einen halt immer so ein bisschen verarscht. Und im Deutschen wird das übersetzt mit Träum süß von Sauerkraut. Und da... Wirklich, also wir haben so ein Lachflash bekommen und waren so perplex zur selben Zeit, dass da Leute für bezahlt wurden, den Satz zu schreiben, träum süß von Sauerkraut. Und man kann mir jetzt nicht erzählen, dass das näher am japanischen Original sein soll. Ja. Also, ich weiß nicht, warum sollten die Japaner sagen, träum süß von Sauerkraut? Warum? Wie hängt das zusammen? In irgendeiner Form. Ja, ja und dann also es zieht sich halt aber wirklich durch, dass auch bei denen, wo nicht so absurde Aussetzer kommen, dass das Gesagte eigentlich nie mit dem Untertitel übereinstimmt. Ja. So. Und ich habe auch schon jemandem empfohlen, der eigentlich immer die japanische Variante nimmt, was wir eigentlich auch gern machen. Wo ich dankbar war, dass wir zugunsten des Streams es diesmal gelassen haben. Oh Gott, ja. So, weil, ja, wenn du Japanisch hast und nicht mal verstehst, was die sagen, und dann liest du diese Untertitel und denkst, was ist diese Story? Ja. So, also das ist halt wirklich kompletter Blödsinn. Das muss ganz kurz gesagt sein. Aber wir haben auch viel gelacht. Es war wirklich, also, wir wurden auch gleichzeitig extrem getriggert. Ja. Also, Trigger Laughing. Genau, so nach dem Motto. Also, wie oft wir wirklich das gelesen haben und dann das gehört und wir dachten so, das wurde nicht gesagt. Das ist was komplett anderes, was da steht, als das, was gerade gesagt wurde. Was komplett anderes. Das war mehrmals, wo man wirklich wütend wird drüber. Ja. Und gleichzeitig auch so oft, wo man da einfach nur gelacht hat, den Kopf geschüttelt hat, so, ja, nee, ist klar. Ja. So, und bevor wir zum nächsten Punkt übergehen, sei das natürlich auch nochmal demonstriert. Moment. Ach. Von Sauerkraut. Hallo? Hallo? Hat man das nicht gehört auf dem Mikro?
Ah, das Träumsüß gehört, aber dann war es weg. Das ist ja eine Schweinerei. Dann werde ich das nochmal einblenden, so. Okay. Verdammt. Ja, man nimmt mein Mikrofon sonst alles auf. Schweinerei. Nee, immer nur das Träumsüß gehört. Ich auch. Ja, so. Das sei ganz kurz gesagt als ein Kritikpunkt, für den ja das eigentliche Spiel nichts kann. So. Ja. Aber damit kommen wir jetzt zu meinem einen großen Problem mit dem Spiel. Ja. Nämlich, dass ich es schon so empfinde, dass man es zwar gut gelöst hat, aus dem Midgar-Part ein eigenes Spiel zu machen, aber dass sich die Probleme, die daraus entstehen, halt doch deutlich zeigen, und zwar in Form von meines Empfindens nach, ich weiß, das siehst du zum Beispiel nicht so krass, aber meines Empfindens nach krasser Spielzeitstreckung. Damit man zumindest auf die mindestens 30, bei uns waren es glaube ich so um die 45, weil wir aber auch viel mit dem Chat reden und uns immer überall umgucken und so weiter und so fort, geht es im Stream immer länger. Aber die meisten haben gesagt, sie waren so in 30 bis 35 Stunden durch. Und damit man zumindest auf diese Zeit kommt, betreibt das Spiel halt massive Spielzeitstreckung. Ja, vor allem ab Kapitel 14. Ja. Mit den letzten Quests. Das stimmt. Das war wirklich für mich der Punkt so, jetzt reicht's so. Ja, nur die Story mehr beenden und wissen, wie es weitergeht. Ja. Und das vorletzte Kapitel noch im Labor da. Ja. War ja auch übertrieben lang. Ja, das muss man sagen. Ja, also ich muss auch sagen, ab Kapitel 14, da würde ich mich Niki anschließen. Ab den Zeitpunkt muss ich auch sagen, ja, empfand ich dann auch als Spielzeitstreckung, was wir gemacht haben. Ich fand, davor ging es immer noch, was Spielzeitstreckung angeht. Da war halt wirklich, also das muss man auch noch als Kritikpunkt, glaube ich, wirklich erwähnen, die Sidequests, die Nebenstories, die man halt noch so erledigt hat, die waren jetzt nicht von allerhöchster Güte, sage ich mal. Ja. Die waren halt, es war eigentlich immer, geh mal das sammeln, geh mal so die Viecher da töten und das ist da, so ein Mini-Boss töte den auch mal. Und viel mehr war es eigentlich nicht. Eins, zwei davon waren ziemlich cool noch inszeniert in irgendeiner Form. Also wenn ich daran denke, da im Untergrund zum Beispiel, das war noch ganz cool gemacht, wo man wirklich was gewonnen hat noch daraus oder noch ein bisschen extra Story bekommen hat und ähnliches. Die waren dann immer ganz cool. Auch im Vergnügungsviertel fand ich eigentlich ganz cool gemacht, die Nebensachen, die man so machen musste, um halt die verschiedenen Aufgaben zu erfüllen für die Bosse sozusagen. Das war alles okay, das hat alles Spaß gemacht, aber genauso gab es halt wirklich einfach nur diese ganz simplen Sachen, da hinten in dem Gebiet, da auf dem Schrottplatz, da läuft so ein Monster rum, töte das. Und das war es dann so. Und da müssen sie vielleicht auch nochmal überlegen, was sie noch an den Nebenquests sozusagen noch ein bisschen dran feilen können, damit sie halt ein bisschen noch interessanter werden, als einfach nur simpel, töte das, damit so viel, Quests, Fetch-Quests, so nach dem Motto. Vor allem bei Kapitel 14 Quests habe ich euch ja noch geholfen und gesagt, ja, ihr müsst dorthin laufen, ja. Das alles viel schneller zu beenden. Ich bin da teilweise überall herumgelaufen und hab mir gedacht, wo ist jetzt dieser Boss oder dieser Gegner? Ja, genau. Diese Gegenstände. Und ja, das hat viel Zeit beansprucht. Richtig, genau. Also, Es wirkt, am Ende wirkt es halt auch wirklich einfach so reingeklatscht, so nach dem Motto, okay, eigentlich ist gerade Not am Mann und man muss sich jetzt halt irgendwie beeilen, um halt das und das zu erreichen und sonst irgendwie. Und dann hat man diese ähnlich vielen Nebenquests. Ich meine, klar, die kann man theoretisch auch irgendwie ignorieren. Teilweise. Aber dann hat man halt das Level wiederum nicht und dann werden halt die Bosskämpfe wieder schwerer und ähnliches. Ja. Sachen halt nicht. Ja, genau. Also bei mir war es so, bei mir ist tatsächlich diese Müdigkeit gegenüber den Nebenquests schon noch früher eingetreten, beim vorletzten Nebenquest-Kapitel nämlich schon. Also es gibt halt mehrere Kapitel, wo du sagen kannst, da passiert ein bisschen was in der Story, aber im Prinzip sind sie kleine Hubwelten für Nebenquests. So. Genau. Und davon gibt es halt mehrere und von denen, ich habe so formuliert, von denen tun maximal zwei Not. So, aber ich stimme euch halt zu, also ich war noch früher ein bisschen abgefuckt davon, nicht nur was Nebenquests angeht, sondern auch was sie mit der Story dann teilweise machen, um das länger zu ziehen, als es ist, aber spätestens das letzte Nebenquest-Kapitel fühlt sich wirklich nur noch nach Streckung an,
So. Und dann kommt, wie gesagt, auch da, ohne jetzt zu spoilern, was da ist, aber dann kommt das vorletzte Kapitel auch noch, wo eigentlich du, ja, dieses klassische Videospielphänomen, eigentlich hat sich jetzt gerade alles zugespitzt und es geht aufs Finale zu und dann kommt so, erfinden sie so ein komplett neues Szenario quasi dazu und so eine komplett neue Passage, die es im Original gar nicht gibt, zumindest nicht in dem Ausmaß, und sagen, nee, nee, jetzt machst du erstmal noch ein paar Stunden das. So, und du denkst, ey, ich will doch einfach nur jetzt den geilen Scheiß sehen. So. Und rennst dann aber da durch und musst, wie gesagt, weil das sind nicht mal Nebenquests, du musst das dann machen. Richtig, So. Und ja, das wirkt halt sehr, sehr konstruiert. Und ich habe mir halt noch aufgeschrieben, das ist nicht unbedingt immer ein Kritikpunkt, weil es ist, ich habe geschrieben, es ist mal mehr und mal weniger gelungen. Sie machen halt aus einfachsten Szenarien und teilweise sogar nur Set-Pieces aus dem Original machen sie teilweise mehrstündige Kapitel. So. Zum Beispiel bist du gleich zweimal in der Kanalisation. So. Da rennst du halt im Original, rennst du da für 5 Minuten durch. Und das war die Kanalisation. Und dass sie das einmal gemacht haben, fand ich okay. Aber als sie uns dann das zweite Mal in die Kanalisation geschickt haben und wieder Ewigkeiten rumgerannt sind, ohne dass irgendetwas von wirklichem Belang passiert wäre, war ich halt schon so, ja, gut. Und jetzt jagen wir hier die ganze Zeit so ein Viech hinterher, um was zu holen für jemanden, den es im Original gar nicht gibt. So. Und ja, das gibt es halt öfter. Das ist so ein Negativbeispiel, aber auch da, ohne zu spoilern, kommen wir später noch zu. Der Eisenbahnfriedhof zum Beispiel ist im Original auch einfach nur ein Setpiece. So. Ein kleines Level und auch da machen sie wirklich ein extra Kapitel draus, was zur eigentlichen großen Story nicht wirklich was beiträgt, sondern nur so ein bisschen Background-Info gibt. Aber da habe ich zum Beispiel wieder gesagt, das war aber so schön gemacht und so cool inszeniert, dass mich das nicht gestört hat. Aber das ist halt leider nicht immer so. So, Ja, und den dadurch, kann ich ja. mir. Und dadurch hatte ich halt wirklich das Gefühl, dass. Also das Game geht in Anführungszeichen nur 30 bis 45 Stunden. 45, wenn man wirklich, ja, wie wir, es streamt und sich zwischendurch unterhält und so weiter und so fort. Oder halb unlacht. Und ja, es müsste trotzdem gefühlt noch eigentlich 10 Stunden kürzer sein, damit es einen guten Flow hätte. Ich denke auch, es könnte wahrscheinlich wirklich so 20 bis 30 Stunden Ja, Game könnte sein, so. anstatt 30 bis 40. Ja, und da hätten dann aber natürlich wahrscheinlich viele aufgeschrien, was? 70 € für ein 20-Stunden-Rollenspiel? So, und ja, ich bin bis heute unentschlossen, ob es nicht ein Fehler war, nur den Midgar-Part zu nehmen. Weil es hat, wie gesagt, all diese positiven Aspekte, dass sie vieles viel mehr ausarbeiten konnten und so, aber hatte halt dann eben doch auch gar nicht mal so wenig Füllwerk drin. Ich verstehe, warum sie diesen Punkt als Zäsur haben wollten. Aber ich hoffe, Sie sind ja im Moment offenbar noch unentschlossen, ob Sie mehrere kurze Episoden veröffentlichen wollen oder noch zwei, drei lange. Ich hoffe, dass Sie zu den zwei, drei langen tendieren. Ja, hoffe ich auch. So. Das eher so machen. Ja, genau. Das ist so das, was mich dann am Ende halt wirklich so ein bisschen mit jeder Spielstunde so ein bisschen mehr rausgerissen hat. Und dann kam die nächste epische Szene und ich war wieder drin. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Epic kann das Spiel, ja. Epic kann das Spiel, ja. Genau. Und dann, das ist auch nicht wirklich ein Kritikpunkt, aber das ist zum Beispiel was, wo sich Churchkey sehr dran gestört hat. Das Spiel ist von dem, was passiert, so, also wie zum Beispiel, wie die Helden irgendwo reinkommen oder so, schon teilweise hanebüchend dumm. So, es gibt zum Beispiel eine Szene mit einem Truck, der eine große Rolle bei der Infiltration eines Gebäudes spielt. Und das ist halt wirklich so dumm, dass, also wir haben darüber gelacht. Ihn hat es halt so rausgerissen, dass er sich ab da wirklich immer weiter dran gestört hat und es halt wirklich so ist, dass teilweise, ja, weiß ich nicht, Heldengruppe hat jemanden eigentlich schon in Gewahrsam und lässt ihn gemütlich wegmarschieren, damit sein Plan aufgehen kann. So und so eine Sachen. Und ja, war jetzt für mich so ein, ja, nehme ich hin. Fällt mir schon auf, finde ich aber nicht schlimm, aber zum Beispiel weiß ich, dass es andere halt extrem rausgerissen hat, das Ganze. Ja, das ist halt wieder dieses Ding, ne, dass das Spiel sich selber nicht ernst, also 100% ernst nimmt, so dem Motto, sondern auch so eine Szene halt einfach drin sind.
Wie mit den Truck. Ja, der Truck war herrlich. Das war wirklich. Das ja. Ich habe das ja. so den Kopf geschüttelt und mir dachte, nee, das ist nicht euer Ernst. Ja, das war. Und ich finde halt so, es hätte da vielleicht gereicht, wenn einfach nur danach so ein Spruch kommen würde wie, ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat oder so. Ja. Damit, ja. Man, damit eindeutig ist, das ist gerade keine ernst gemeinte Szene, so nach dem Motto. Aber dadurch, dass das einfach so passiert und die Helden damit durchkommen, denkt man schon manchmal so, what? Aber gut, es ist ja Final Fantasy. Genau. So, ja, und damit sind wir ja schon so ein bisschen bei der Story. Und ja, werden jetzt noch ganz kurz Spoiler freisprechen, aber dann in den Spoiler-Part übergehen, die Story diskutieren und am Ende dann noch über die geilsten Momente reden. Oder auch vielleicht über ein paar Momente. So, aber erstmal ganz kurz spoilerfrei noch. Ich habe es mir tatsächlich als Plus-Minus aufgeschrieben, also als Punkt, von dem ich nicht ganz weiß, wie ich es finde. Ja. Weil man sagen muss, erst die Zukunft wird zeigen, wie gut diese Story in diesem Spiel ist. Weil man halt wirklich sagen muss, die Story wurde schon, wenn jetzt gerade, wo ich das Original nochmal gespielt habe, wurde schon massiv geändert. Definitiv, ja. So. Mhm. Also die Eckpunkte sind schon gleich. Mhm. Aber dazwischen, wie gesagt, sie fügen Charaktere hinzu, es überleben Leute, die eigentlich sterben. Das hat man in den Trailern gesehen, von daher ist es kein Spoiler. Sephiroth taucht sehr aktiv auf. Schon so früh im Spiel. Und sie bringen auch noch ganz neue Elemente rein, die halt wirklich quasi andeuten, diese Story muss in den nächsten Teilen eigentlich doch schon in eine sehr andere Richtung gehen als im Original. Wie gesagt, ich denke auch, dass man die Eckpunkte so beibehalten wird, aber dass man halt am Ende es eher mit einem Reimagining als mit einem Remake zu tun haben wird. Ja. Ja. Ja, es ist halt wirklich so, dass man hat immer auch so eine klassischen Final Fantasy 7 Momente. Wie gesagt, die Eckpunkte werden abgearbeitet. Aber sie machen halt die ganze Zeit auch so eine Art Meta-Kniff so ein bisschen auch immer wieder rein. Das muss man generell sagen, wenn ihr dieses Spiel spielt, müsst ihr wirklich mal immer zwischen den Zeilen gucken, was oder schauen, was euch da eigentlich präsentiert wird, was da eigentlich gerade passiert. Und wie man das vielleicht doch auf aktuelle Situationen noch ummünzen könnte und ähnliches. Was sie halt da wirklich verändert haben, dass sie halt so einerseits die Fans mitholen wollen, die halt das Original gespielt haben, große Fans vom Original sind und die damit glücklich stellen, andererseits aber sagen so, ey, wir wollen aber auch unser eigenes Ding irgendwie draus machen. Und haben uns jetzt offen gelassen, vor allem mit dem, was ja dann ganz am Schluss passiert, was das jetzt halt wirklich alles machen könnten, so in gewisser Form, was die Story an sich wirklich angeht. Deswegen muss ich sagen, es ist halt kein. Also Remake ist wirklich eigentlich ein falscher Begriff für dieses Spiel. Es ist wirklich mehr ein Final Fantasy 7.2 oder ein Reimagination oder Reboot, wie auch immer, was sie halt daraus noch machen werden. Ich finde, du kannst es, sagt jetzt wahrscheinlich, obwohl das ist eigentlich sehr bekannt, von daher denke ich mal schon, du kannst es vergleichen im Prinzip so mit Fullmetal Alchemist und Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ja, so ein bisschen. Vom Konzept her schon dieselbe Story, aber mit sehr anderen Richtungen. Ja. Plus so. Ist auch wirklich so, dass es werden ja auch, die Story wird ja auch wirklich viel, es ist auch anders geschrieben. Was ja auch schon so gesagt wurde, also deswegen mit Sephiroth, das wurde ja schon in Interviews, bevor das Spiel herausgebracht wurde, war ja eine Begründung, also klar, wahrscheinlich haben sie auch einfach Sephiroth so viel drin gehabt, ne, um die Leute abzuholen und die Fans und so weiter. Aber andererseits, weil sie gesagt haben, Sephiroth war damals ein großes Geheimnis und jetzt haben sie halt gesagt, aber alle kennen mittlerweile Sephiroth, deswegen machen sie kein großes Geheimnis mehr draus und haben deswegen das ja alles noch umgeändert und haben das ja, deswegen ist Sephiroth viel, viel präsenter. Und generell kann man auch sagen, dass viele Story-Elemente, die eigentlich erst viel, viel später im Original vorkommen, also weit, weit außerhalb Midgars, irgendwelche Background-Stories auch und Vergangenheitszeug und, wird auch schon alles hier mit aufgegriffen und wird auch schon hier angedeutet, erzählt, Charaktere reden schon drüber und ähnliches. Ja, genau, und deswegen habe ich gesagt, das muss man in Zukunft sehen, weil das kann super gut werden. Das kann aber auch komplett in die Hose gehen, weil sie haben wirklich am Ende von diesem Remake Teil 1 haben sie wirklich das Tor weit aufgestoßen für ziemlich epische Sachen,
aber auch, dass es kompletter Bullshit werden könnte. Ja. So. Ja. Da gibt's Genau. halt, es gibt ja wirklich schon jetzt so viele Fantheorien, was denn eigentlich das alles bedeuten könnte und in welche Richtungen das geht und mit welchen anderen Final Fantasy-Teilen sozusagen es noch zu tun hat oder Final Fantasy-Sachen es noch zu tun hat und ähnliches und ja. Ich muss aber ganz klar dazu sagen, dass in diesem, also das jetzt nur, wenn ich jetzt nur dieses Spiel hier an sich betrachte, dass es mich in diesem Teil schon sehr begeistert hat. Ja, So. also so die Story wirklich an sich von diesem Teil ist grandios, auch mit dem Grande Finale, was sie da noch mitmachen, wie sie halt noch verschiedene Figuren, die jetzt halt hier neu integriert werden, beziehungsweise eine neue Spezies vielleicht, könnte man sagen, was eigentlich wirklich mit denen auf sich hat, was die eigentlich die ganze Zeit um einen herum machen, was ihre Rolle ist und ähnliches. Das finde ich schon alles sehr, sehr cool gemacht, dass sie halt da wirklich sagen, ey, wir wollen hier auch einen neuen Ansatz starten. Das mag ich schon sehr und hatte mal eine helle Freude mit dem Ganzen. Und ja, wie gesagt, das Finale hat mich einfach nur abgeholt. Das war alles hyper awesome. Ja. Ja. Ich finde Ja. sehr cool, dass auch wirklich Spieler, die überhaupt keine Ahnung vom Original haben und nie gespielt haben, dass selbst die wirklich das Spiel gemacht haben und auch von Story her, auch wenn für die alles natürlich komplett noch mehr verwirrender ist als für uns, da wir ja schon eigentlich die Story kennen und auch die ganzen Andeutungen und wer ist dieser Charakter und was hat es mit dem auf sich, dass wir das Ja. alles wissen, aber für die erst recht da alles verwirrend ist und alles mysteriös ist, noch mehr Hype ist und denkst, boah, was ist da, was geht's da, was ist da los? Und dann erst recht sich auf die nächsten Teile von. Ja. Ja. Ja, das war für mich auch ganz spannend zu sehen, dass du das Spiel natürlich, je nachdem, wie dein Kenntnisstand ist, aus zwei völlig verschiedenen Ebenen sehen kannst, weil wir natürlich die Anspielungen und so verstanden haben, die gemacht wurden. Ja. Und zum Beispiel an dieser Stelle liebe Grüße, Dennis Hahn, fleißiger Zuschauer von uns und immer sehr, ja, äußert sich immer sehr viel zu den Sachen, die wir so zocken. Und der hat zum Beispiel, der kannte von Final Fantasy tatsächlich nichts. Nicht nur von 7, sondern einfach von Final Fantasy. Und der hat jetzt 7 gespielt und war völlig begeistert. Ja. Der war so wirklich, okay, wer ist Sephiroth? Und der hat ja so eine krasse Aura. Und was ist mit dem? Und wer war der? Und was kommt da noch? Und der war völlig, ist völlig aufgegangen da drin. Ja. So. Ja. Was halt spannend war, weil zum Beispiel, ja, wir und auch und Georgi am Finale ja auch geäußert haben, okay, wie viel gibt das jetzt gerade Spielern, die es nicht kennen? So. Weil sie da wirklich ja wirklich mit viel um sich werfen, wo wir dachten, okay, das verstehst du halt nur, wenn du weißt, worum es geht. So, und dann war es halt ganz interessant, dieses Feedback nicht nur von Dennis, sondern auch noch von anderen Zuschauern zu hören, dass das aber egal war, sondern dass das nur interessanter gemacht hat für die Leute, Genau, die nichts ja. wissen. Ja, genau. Ja, und das Ganze geht aber halt auch mit Sorge einher. Die eine Sorge ist, ich habe es jetzt einfach mal genannt, wissen Sie, was Sie da tun? So, Ja. weil, wie gesagt, ich finde es schon nach wie vor ein bisschen schwierig. Also ich denke, mittlerweile wird es veraltet sein. Mittlerweile werden Sie schon wissen, bis wo die nächste Episode gehen soll und so. Aber dass Sie halt wirklich von Anfang an nicht wussten, wie viele Episoden es werden sollen. Dass Sie auch nach dem ersten Teil noch nicht wussten, bis wohin die nächste gehen soll. Und dass halt auch wirklich Sie in Interviews teilweise total unterschiedliche Aussagen getätigt haben dazu, wie weit sich das vom Original entfernen wird oder nicht. So, und da bin ich wirklich so, seid ihr ein Team? Wisst ihr, was ihr da machen wollt? Oder schreibt ihr einfach mal drauf los und hofft? Obwohl ja mittlerweile ja auch so diese Theorie ist, dass es alles halt PR einfach gemacht ist. Das ist alles, glaube ich, beabsichtigt. Und wie zum Beispiel, dass ich nehme mal davon an, dass du das Interview von Nomura und vom Director oder warte, wie hat der geheißen? Ich habe es vergessen. Ja, ich hab's immer wieder gesagt und jetzt habe ich es auch vergessen. Ich habe es auch gerade vergessen. Ja. Naja, der andere Director. Genau. Der andere Director haben ja eben komplett gegensätzliche Dinge gesagt zum Nachfolger. Nomura hat gesagt, ja, es wird die Story komplett. Kitase, glaube ich, war es, ne? Kitase, genau. Kitase, ja.
Danke, genau, Kitase. Und Kitase hat gesagt, ja, wir halten uns sehr wohl am Original. Und ich glaube, dass vielleicht sogar wirklich beides stimmen mag. Also wie du schon vorhin erwähnt hast, dass sie sehr wohl die Eckpunkte vom Original noch weiterhin verwenden werden, dass du weiterhin dieselben Orte wieder besucht wirst, dass sich einige Szenarien auch wiederholen werden und dass alles beim Original bleiben wird, nur sich halt dann zentrale Szenen eventuell verändern könnten. Und ja, das ist ja wiederum spannend, weil dann weißt du nicht, okay, es könnte jederzeit zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt auf einmal eine Überraschung auf dich zukommen und was ganz anderes passieren. Ja. Ja, jedenfalls, also ich sage mal so, wenn es Marketing ist, dann ist es schlechtes Marketing, weil, wie gesagt, schon die Entwicklungsgeschichte von diesem Remake war ein absolutes Chaos, damit sind sie auch sehr offen umgegangen. Ja. Dass es völliges Chaos war. Und ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, den Leuten zu sagen, ey, wir sind ziemlich planlos. So, und ja. Ja, und dann habe ich halt wirklich, meine Sorge rührt eigentlich daher, dass wir halt nun alle drei Kingdom Hearts erlebt haben, wo halt über Jahrzehnte etwas aufgebaut wurde und dann ziemlich unbefriedigend beendet wurde. So, ich meine, man hat jetzt hier natürlich den Vorteil, dass man eine Vorlage hat, an der man sich zumindest grob noch langhangeln kann. Mhm. Aber mir macht halt der Name Nomura, so sehr ich seinen kreativen Geist auch schätze, da ein bisschen Sorge, weil ich ja mich auch weniger, also mehr als ihr, in Kingdom Hearts auch schon daran gestört habe, dass er sich oft die Sachen dann irgendwann so dreht, wie er sie braucht in der Story. Und dann so, ja, ja, nee, das ist jetzt was ganz anderes. Ich weiß, ich habe im Vorgänger was anderes etabliert, aber jetzt ist das was anderes. So, ja. Und ich hoffe halt mit all dem, was da so aufgebaut, dass er jetzt nicht aus Final Fantasy ein zweites Kingdom Hearts macht. Mit Dimensionen und Zeitebenen und allem. So. Ja, die Sache ist mit Nomura, Nomura ist nicht der Writer. Richtig. Ja, aber er. Er, ja, ist, er bestimmt nicht die Story, was von Idee her und Konzept her, sondern er ist eigentlich nur dafür zuständig, wie er dann wirklich die Story darstellen wird. Ja, na gut, aber er ist Lead Director, damit ist er für alles zuständig. Ja. So, ja. Und, ja. Aber die Story ist trotzdem nicht funny. Ja, das Ding ist auch, was ich glaube, dass der Unterschied sein wird diesmal im Vergleich zu Kingdom Hearts. Bei Kingdom Hearts war er wirklich so, er hat halt das angefangen, das merkst du sehr deutlich mit Kingdom Hearts 1, was dann danach so kam. Und er wusste, glaube ich, noch nicht genau damals mit dem ersten Kingdom Hearts Teil, wohin die Story eigentlich gehen soll. Und hat es dann erst wirklich mit Kingdom Hearts 2, wusste er dann, glaube ich, wirklich erst, in welche Richtung das eigentlich alles geht. Und deswegen ist halt vieles, was in den frühen Kingdom Hearts Teilen irgendwie ist, passt nicht mehr unbedingt so hundertprozentig mit den späteren Kingdom Hearts Teilen zusammen oder wirkt dann halt wie zurechtgedreht. Und ich glaube, jetzt bei Final Fantasy 7, was du schon meintest, sie haben halt ein Grundgerüst, wo sie sich halt langhangeln können. Plus, dass halt noch andere Writer und auch mit den Kitase als Producer und ähnliches, dass sie halt noch mehr auf Nomura, glaube ich, Einfluss nehmen können und halt ihn dadurch auch ein bisschen bändigen können in gewisser Weise, glaube ich. Ja. Und das halt alles in gerichtete Bahnen lenken werden. Ich glaube, ja, nämlich, ich glaube, das ist nämlich der große Unterschied, dass ich glaube, Nomura ist wirklich auch so ein Director, der braucht eigentlich irgendwen, der ihn auch so ein bisschen immer in eine Richtung drückt oder halt so sagt, so, Nomura, nein, stopp. So ein bisschen was auch, jetzt habe ich vergessen. So wie Kojima das bräuchte. Genau, wie Kojima das auch mal bräuchte. Ich glaube, jetzt haben sie auch durch die alten Hasen, die halt auch so viel Erfahrung haben wie Nomura, das richtige Team, glaube ich, um ihn herum, um ihnen das Richtige hinzudeuten. Aber auch hier wieder, das ist alles Theorie. Weil, wie du schon am Anfang sagtest, wir werden das erst wirklich wissen, ob das alles so toll ist oder nicht, wenn der nächste Teil draußen ist. Ja. Das, also ich möchte hier auch ganz deutlich nochmal sagen, es ist eine Sorge. Ich sage nicht, das wird scheiße, es ist eine Sorge einfach nur. Genau. So. Und dann, bevor jetzt gleich wirklich der Spoiler-Part kommt, kommt noch meine letzte Sorge, nämlich, wird das Ganze vor 2040 fertig? Ich glaube ja, nämlich nicht. Also meine Prognose ist, das wird 20 Jahre dauern. 20? Also bis, du meinst die gesamte Reihe fertig? Bis die gesamte Reihe fertig ist, ja. Ja. So. Und damit parallel Sorge für euch, was bedeutet das für Kingdom Hearts? Das ist auch unsere Sorge. Wir haben auch schon drüber geredet, weil wir auch so dachten, so,
Ja, wenn Nomura jetzt damit so viel zu tun hat und die da jetzt ein neues Epos draus machen, keine Ahnung was, wann kommt Kingdom Hearts 4? Ich sag nur, Nomura ist unsterblich und wir auch und wir werden alles miterleben. Genau, wir werden alles erleben. Irgendwann so 2070. Nomura, du bist jetzt 110. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bald stirbst, ist hoch. Du solltest diese Geschichten jetzt endlich beenden. Nein! Ich hab noch 40 Jahre. Hier, Kingdom Hearts 3.9. Erst jetzt? Wir sind noch nicht bei 4 angekommen. Ja. Ja, das ist halt so auch noch ein Ding an diesem Episodenkonzept, dass ich halt wirklich denke, es ist Square und es ist Final Fantasy und Nomura. Alles dafür bekannt, sehr lange zu brauchen. Ja. Und ja, ist natürlich, ne, wenn dann jetzt zwischen jedem Teil so 3-4 Jahre bestenfalls vergehen, ja, dann ja, bin ich mal gespannt, wie gut das Ganze dann noch funktioniert. Aber auch das werden wir sehen. Das ist jetzt alles nur Spekulation. Ja, also Spekulation, Theorie. Also ich hoffe mal, dass sie es noch bis zum Jahre 2030 hinbekommen. Also dass halt jetzt in den nächsten 10 Jahren 2 weitere Teile kommen und dann ist es durch. Dann ist Final Fantasy Remake fertig. Das wäre jetzt meine Hoffnung, dass das so ist. 2 weitere Teile, 2 große und beide brauchen jeweils irgendwie so 3-4 Jahre. Ja. Ja, also ich hoffe auch, dass sie sich für diese Variante entscheiden und nicht sagen, hey komm, wir machen jetzt noch 4 oder 5, damit wir noch 4 oder 5 mal 70 Euro verdienen können. Mhm. Ja, sondern dass sie sich für die meiner Meinung nach künstlerisch sinnvollere Variante entscheiden. Ja. Das Ding ist, ich glaube auch hier wiederum, dass Nomura oder beziehungsweise Square auch vielleicht mal doch ein bisschen zumindest mal sagt, so ey, ihr habt eine Deadline, so hat dem Motto. Ja. Ihr habt jetzt bis da und da, ihr habt jetzt 4 Jahre und jetzt entwickelt. Und nicht wie bei Kingdom Hearts so, ja, mach dein Ding, Nomura. Es ist deine Reihe, es ist deine Geschichte. Du kannst da machen, was du willst. Und wenn in 20 Jahren der erste Teil kommt, dann kommt in 20 Jahren der erste Teil. Oh. Ja. Aber ich stelle mir das wirklich so vor bei Square mittlerweile, weil das ist ja nicht nur mit Kingdom Hearts. Es ist ja auch mit Final Fantasy und allem. Ja, ja. Dass sie so lange brauchen teilweise für ihre Square-Sparte. Ja. So. Ich stelle mir mittlerweile vor, wie da das Leaderboard reinkommt und sagt, so, pass auf. Ihr habt für euren nächsten Teil 3 Jahre Zeit und einfach alle anfangen zu lachen. Das ist meine Vorstellung. Ja, so ungefähr. So. Guter Witz, Chef, 3 Jahre. Ach, du meinst 30? Ach, das ist okay. Ja. So. Hey, es gibt schon Gerüchte zu Final Fantasy 16. Was? Es gibt schon Gerüchte zu Final Fantasy 16. Das heißt, wir sind nur noch 10 Jahre entfernt. Genau. Genau wie wir noch 10 Jahre von King Hearts 4 entfernt sind. Ja. Naja, gut. Aber dann würde ich sagen, also ich wäre jetzt spoilerfrei durch. Ja. Was eine Sache, was mir eingefallen ist, ein kleiner Kritikpunkt für mich, was ich vergessen hatte, vorhin beim Gameplay noch hinzuzufügen, beim Kämpfen. Ich persönlich empfinde es halt so, dass die KI noch ein bisschen nochmal verbessert werden müsste. Die Begleiter-KIs, sage ich mal. Weil ich weiß, es ist auch darauf aufgelegt, dass man ja die zwischen den Charakteren hin und her switcht und so weiter. Aber ich würde mir wünschen, dass halt die Charaktere, auch wenn sie nicht gesteuert werden, zumindest ein bisschen aktiver angreifen irgendwie. Weil es war wirklich so, wenn du halt einen Charakter gespielt hast, zum Beispiel sowas wie in Szenen, wo halt Fluggegner sind, dann musst du halt Barret spielen, dass er halt trotzdem Cloud und Tifa irgendwie versuchen, aktiver anzugreifen und nicht einfach dauerhaft einfach nur mit Blocken einfach doof dastehen. Mhm. Und der TB lässt sich ja gar nicht füllen. Genau. Ja. Das würde ich mir halt noch wünschen, dass sie die KI noch ein bisschen aktiver machen. Muss ja nicht gleich, dass sie volle Kanne drauf losgehen, wie als wenn ein Charakter selber steuert, also ein bisschen mehr. Ja. Nicht. Ja, es stimmt, dass die sehr darauf ausgelegt sind, den Schaden gegen sich zu begrenzen. Ja. Also, weißt du, sie müssen ja nicht gleich, wie gesagt, aktiv Spieler sein, aber zumindest von Weißbrot weg zum Schwarzbrot, so nach dem Motto. Ein bisschen aktiver, so ein bisschen. So, irgendwie. Mischbrot. Ja, das ist doch ein Kritikpunkt, der mir doch eingefallen ist, irgendwie. Mischbrot. Mischbrot. Ja, oder Mischbrot, ja. So. Und das gute Brot mit krustiger Kante
perfekter Fluffigkeit, das kommt dann erst im letzten. Genau, so ungefähr. Ja. Offen wie zumindest. Ja. Nicht, dass wir irgendwie so ein knallhartes Baguette dann irgendwie vorgelegt bekommen. Ah, Final Fantasy Souls. Wäre auch so. Cool. Ja, ja, dann glaub, sind wir eigentlich somit durch. Das heißt, es fehlt auch das Fazit, was wir eigentlich schon mal ziehen können, ne? Ja, bevor wir in den Spoiler-Part gehen. Na dann, ich würde sagen, Niki, als unser Gast sozusagen, fang du doch mal mit dem Fazit an. Final Fantasy VII Remake ist meiner Meinung nach ein sehr gelungenes Spiel mit meisterhaften Soundtrack, mit einem sehr tollen strategischen Gameplay, das sehr viel Spaß macht, das nicht langweilig wird. Und ja, es ist einfach toll. Ja, kann ich mich anschließen. Es ist ein grandioses Spiel, es ist ein sehr gelungenes Remake, auch wenn es vielleicht mehr ein Imagination ist. Mit tollen neuen Features, viel mehr Hintergrundstory zu allem Möglichen. Hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, dauerhaft. Das Kampfsystem war sehr, sehr gut. Hier und da kleinere Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen auch mit der Inszenierung, mit dem genialen Soundtrack, mit der tollen Grafik und so. Es ist einfach ein mehr als gelungenes Spiel einfach. Also auf jeden Fall eines der Highlights des Jahres definitiv. Ja, dem schließe ich mich im Großen und Ganzen an. Also ich war, also wie gesagt, ich glaube, meine positivste Überraschung an dem Spiel ist tatsächlich das Gameplay, dass sie es endlich geschafft haben, dass es sich wie Rollenspiel anfühlt, aber trotzdem aktiv und spaßig ist und ich das Gefühl habe, Kontrolle zu haben. Mhm. Ja, bin positiv überrascht von den Erweiterungen der Charaktere und von dem, was sie alles neu hinzugefügt haben. Und zu meiner eigenen Überraschung hat es halt geklappt, daraus ein eigenes Spiel zu machen. Bin immer noch nicht hundertprozentig überzeugt von dem Episodensystem. Sehe jetzt aber mittlerweile auch die Vorteile. Ansonsten kann ich mich halt nur anschließen, sieht großartig aus, ist fantastisch inszeniert, hört sich fantastisch an und ist tatsächlich, ob seiner für ein Rollenspiel recht kurzen Spielzeit, einfach ein bisschen zu lang. Ja. Ja. Wunderbar. Da habt ihr es gehört, das ist unser Fazit. Jetzt würden wir noch ein bisschen in den Spoiler-Part rübergehen, also dass wir noch ein bisschen über unsere Highlight-Szenen direkt nochmal drüber reden und euch informieren, was wir so vielleicht sehr für Theorien haben, wohin die Reise noch gehen wird mit den nächsten Teilen. Und von daher, für alle, die sagen, nein, stopp, ich will das Spiel noch selber durchspielen, vielen lieben Dank schon mal für eure ganze Aufmerksamkeit. Kommt gerne wieder, wenn ihr das Spiel dann selber durch habt. Dann könnt ihr den Spoiler-Part euch noch im Nachhinein anschauen. Und habt ansonsten noch einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann ihr das hört oder schaut. Schaut gerne noch bei unseren anderen Kanälen vorbei. Zum Beispiel unsere Final Fantasy Streams könnt ihr auf Graum Gaming anschauen. Und sonst ganz viele andere wunderbare Podcasts hier bei Graum Entertainment. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Und der Gauton. Und der Niki. Ciao. 3, 2, 1. Spoiler. Ja, Spoiler. Oh, keine Sackmann. So. Okay. Ja, ne, ich habe mir hier so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir erstmal so ein bisschen in die Story-Diskussion und dann zu den besten Momenten noch. Ja. Weil wir jetzt ja eigentlich gerade schon dabei waren, drumherum zu reden, was an der Story so, ja, so zwiegespalten ist. Ja. Ja, und ich glaube, der größte Punkt daran, zumindest für mich, sind die Moiren. Ja. Und dass sie damit, oder Whisper, ne, heißen sie, glaube ich, im Englischen. Mhm. Irgendwie so. Und dass sie damit halt wirklich den Punkt aufmachen, okay, es gibt das Schicksal, so, die Geister versuchen, das Schicksal dieser Charaktere und dieses Planeten aufrecht zu erhalten. Weswegen sie mal für und mal gegen einen arbeiten, damit quasi sozusagen die Originalstory von Final Fantasy erhalten bleibt. So, und dass sie damit aber auch gleichzeitig, und dass sie gleichzeitig aufmachen, zumindest andeuten, dass ja, es auch sowas wie Paralleldimensionen und sowas geben könnte. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich. Das Potenzial
ist halt da mit diesem offenen, dass sie jetzt sagen, okay, wir stellen uns gegen das Schicksal für großartige Sachen, was sie jetzt daraus machen könnten, dass es halt alles noch dramatischer und cooler machen und ähnliches. Kann aber genauso gut auch wirklich noch sehr schief gehen. Das ist ja dieses Ding, was ja Nomura gerade irgendwie so mag, wie mit Kingdom Hearts, jetzt zum Schluss mit Kingdom Hearts 3, wo man jetzt so das Gefühl hat, okay, es geht jetzt auch irgendwie mit unterschiedlichen Dimensionen und keine Ahnung was. Da ist ja auch alles offen. Und das ist halt Nomura. Er will alle Optionen offen haben mit Zeitreisen und Dimensionsreisen und allem drum und dran. Und pickt sich denn das raus, was er denn am schönsten findet oder irgendwie sowas oder am tollsten findet. Das wird halt noch eine interessante Reise, sagen wir mal so, mit den ganzen Wisps und so weiter und dem Schicksal und ähnliches. Was mir ansonsten aber daran jetzt erstmal für diesen Teil gefallen hat, ist halt wirklich diese Meta-Ebene, die halt damit angesprochen wird, mit diesen Wisps, mit diesen Moiren, wie auch immer. Mhm. Weil es ist ja ganz klar zu sehen, dass diese Geister sollen ja sozusagen die alte Fanbase darstellen irgendwie, die halt mit allen Mitteln halt ihr Final Fantasy VII halt irgendwie haben wollen. Das kommt ja auch so aus den ganzen Interviews, die schon vorher geführt worden sind, aus den allerersten Ankündigungstrailern, wo noch gesagt wird, lasst uns auf eine neue Reise gehen, die glorreich aussieht, aber auch voller Sorge und Angst vielleicht irgendwie steht, aber lasst uns gemeinsam in diese Zukunft gehen. Das ist ja wirklich, also sie haben von Anfang an haben sie halt darauf angespielt, dass es halt anders sein wird als das, was man glaubt, was passieren wird in irgendeiner Form. Und das hat mir wieder sehr, sehr gefallen, diese reine Meta-Ebene. Aber ich muss auch sagen, ich bin dafür für sowas sehr anfällig. Ich mag das, wenn halt das viel mehr dahinter steckt, als man eigentlich nur sieht, was man eigentlich nur spielt. Mhm. Und ja, also von daher, für diesen Teil fand ich es auch eigentlich ganz cool. Aber ja, es ist halt wirklich, was die ganze Story angeht, mit ganzen Elementen, vor allem das große Finale mit den, wie sie das Schicksal halt manipulieren, auch wie Sephiroth jetzt halt irgendwie die Mäule dann ganz zum Schluss alle absorbiert und dann anscheinend das Schicksal selber ist oder kontrollieren kann oder ist einfach nur, er hat jetzt die Fesseln endgültig gebrochen, sodass er dann ganz eigenes Schicksal machen kann. Man weiß es noch nicht. Das werden wir halt erst in der Zukunft sehen, wie gut oder wie scheiße das eine Möglichkeit ist. Richtig. Ja, ich bin auch gespannt, ob die Mäuren überhaupt noch vorkommen werden im zweiten. So, oder ob es jetzt wirklich so ist. Ich glaube nicht. Er hat sie quasi absorbiert und ja, also ich muss sagen, diese Idee finde ich fast schon wieder geil, dass jetzt einfach Sephiroth ist das Schicksal. Ja. So, diese Idee mag ich sehr gerne. Vor allem, ich finde, I am Destiny ist so ein Sephiroth-Satz. Ja. So, oder wenn er mit Cloud spricht, I am your Destiny. So. Ja. Ich mache mir halt. Das Ding ist, mein größter Magic Moment im ganzen Spiel ist auch gleichzeitig das, wo ich am meisten dachte: What? Was macht ihr hier? Ja. Und zwar, damit sind wir halt auch bei einem Magic Moment, aber man muss ihn ansprechen, um darauf einzugehen. Ja. Während das ganze Finale so passiert, sieht man einen gewissen Zack Fair am Rand vom Midgar stehen. Und wir sehen, das war dann mein Magic Moment, wir sehen das Ende von Crisis Core, wie er da steht, umzingelt und ja, gegen eine völlige Übermacht kämpfen muss und an dieser Stelle eigentlich stirbt. Und wir sehen ihn dann aber später, während dieses Finales, wie er lebt, wie er das Ganze überlebt hat quasi. Ja. Und dann wird halt so gegengeschnitten, wie die Gruppe sich quasi auf ihre Reise macht. Und ja, Zack nicht physisch da ist, aber sie seine Anwesenheit spüren, wird so vermittelt. Ja. Und ja, da ist jetzt halt, das ist jetzt halt wirklich so relativ offen, okay, hat er in dieser Version überlebt? Oder ist das eine Paralleldimension? Oder ist das eine andere Zeitebene? Was ist das so? Das und da habe ich halt wirklich so, ich fand es absolut geil und gleichzeitig dachte ich, oh, geht das gut? Ja. Dazu kann aber Niki uns gleich ein wenig erleuchten. Fantastisch. Ja, es gab ja die eine Szene,
mit dem Hund. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ja, dieser Shinra-Hund, ja. Ja, und die Szene mit Zack, da fliegt auf einmal ein Plakat, genau von dem Hund. Allerdings sieht der Hund anders aus und ist eine ganz andere Hunderasse. Und genau in dem Moment verlangsamt sich sogar, also ist quasi in Slow Motion, so wirklich, dass halt die Zuschauer, also die Spieler wirklich das erkennen, so hey, das ist der Hund, aber irgendwie sieht er anders aus, was quasi dazu deuten sollte, dass es sehr wohl eine andere Parallelwelt sein soll, andere Dimension, ja, je nachdem, was es dann auch ist. Mhm. Auf jeden Fall ist es nicht dieselbe Zeitline wie die von den Hauptcharakteren, die wir halt spielen. Ja, ja, das haben wir uns dann auch fast gedacht, weil wir sehen ja ihn bei Tag sozusagen, ja. Aber wir sehen, wie die Mäuren um Midgar rumflattern. So, trotzdem. Aber eigentlich spielt das Finale ja in der Nacht so. Und ja, aber ja, deswegen, also ich bin auch bei Paralleldimensionen, nur mein Kopf sagt mir, die bauen das ja nicht auf, um damit nichts zu machen. Ja. So. Und das Problem ist so, ich bin jetzt so zwiegespalten, weil ich denke, also wenn das jetzt einfach nur ein Fanservice-Moment war, fände ich das super billig. Aber wenn sie jetzt ankommen mit irgendwann, okay, Zack aus der Paralleldimension kommt zu ihnen und ja, weiß ich nicht, dann könnte man ja wirklich immer weitergehen. So, am Ende müssen sie, um Sephiroths Macht zu brechen, muss Cloud in seinen Kopf von damals oder in seine Träume eindringen, im Lebensstrom und so weiter und so fort. Und ja, auch damit kannst du coole Sachen machen, wie zum Beispiel, dass du dann nochmal eine Passage in der PS1-Grafik spielst oder so. Ja. Aber es birgt viel Potenzial dazu, dass man denkt, ja, das könnte schnell sehr quatschig werden. Ja. Ja, die Sache, wenn es wirklich halt Paralleldimensionen sind, da ist ja auch die Möglichkeit, dass eben sich diese Timelines überschneiden und dann auf einmal Zack in deine Timeline passiert und dann auf einmal mit dir gemeinsam kämpfen könnte. Ja. Kann auch passieren. Also es ist alles möglich. Ja. Es gibt ja auch irgendwie Theorien, dass vielleicht da vielleicht machen sie ein komplett eigenständiges Spiel zu Zack nochmal, ein neues Crisis Core, so dem Motto. Ja. Wenn nur halt jetzt so auf die Art What if Zack Fair survived und er ist eigentlich dann der Hauptprotagonist, nicht Cloud. Genau, wie hätte sich Cloud entwickelt, wie hätte sich die Welt entwickelt, wenn Zack noch am Leben wäre und das alles passiert wäre und so weiter. Ja, und ich glaube, ja, das wäre auch so. Ich hatte ja schon gesagt, so, ne, da bin ich so sehr ich auch gegen das Episodenkonzept eigentlich bin, ja. Aber wenn sie mir eine Episode geben, die einfach Crisis Core ist, dann bin ich sehr glücklich. Ja. So, aber wenn sie auf die Idee kommen, das Ende zu ändern, dann bin ich sehr unglücklich. Weil das ist für mich eins der besten Videospielenden aller Zeiten. Deshalb habe ich gedacht, dass du das Ende wahrscheinlich nicht gut findest, weil ich gewusst habe, Zack auf einmal am Leben zu sehen, wird dich voll triggern. Ja, also wie gesagt, ich war in dem Moment, das ist für mich eine sehr merkwürdige Szene, weil ich gleichzeitig hatte ich fette Gänsehaut und war voll dabei, weil ich diesen Charakter immer lieber mochte als Cloud. Ja. Und auch das Spiel lieber mag als das Ur-Final Fantasy 7. Ja. Immer mit dem Hinweis, ich sage es immer wieder, bevor ich darauf hingewiesen werde, was natürlich nur funktioniert, weil ich 7 vorher gespielt habe. Für sich genommen funktioniert Crisis Core eher so lala. Ja. So. Ja, und ich hatte halt gleichzeitig totale Gänsehaut, bin voll ausgerastet. Und wie gesagt, ich zeige ja selten große Emotionen beim Spielen. Aber da war ich ja so richtig mitgenommen. Und gleichzeitig ist mein größter Punkt, wo ich denke, oh. Was tut ihr da? Ja. So, ja. Das war ganz genau die gleiche. Also ich habe mich zwar übermäßig gefreut, so, oh mein Gott, sei. Aber dann, als ich gesehen habe, so, über der überlebt, denke ich mir so, ach nee, bitte macht's nicht das Ende von Crisis Core kaputt. Ja. Ne? Und würde einfach keinen Sinn machen mit Cloud. Ja. Genau. Ja, deswegen das Ding, dieses Ding mit der Paralleldimension, weil
in diesen Zeitlinien, was wir spielen, in dem Remake sozusagen, ist Zack tot. Es geht nicht anders. Ja. Weil sonst wären ja diese ganzen Erinnerungen von Cloud und so weiter ja komplett abstrus. Ja, also von daher, ja, werden wir mal sehen. Und das Ding ist halt wirklich, es ist ja von kleinen Fanservice-Momenten, sodass halt quasi immer mal wieder eher in seiner Paralleldimension gezeigt wird, zu eigenem Spiel, zu er greift in das Hauptspiel ein, zu seine Timeline beeinflusst nur die Story ein bisschen. Es ist ja alles möglich. Seine Rolle ist halt noch überhaupt nicht festgelegt. Richtig. Und ja, mir fallen halt wirklich zwei Varianten ein, die ich gut fände und zwei, die ich schlecht fände. So, und es gibt bestimmt aber 10 Varianten. Ja. So, und von daher mal gucken, wohin das Ganze geht. Ja. Dass es sogar ein Sequel sein könnte, dass der Sephiroth, den man da kennenlernt, ja sogar vielleicht aus der Zukunft kommt und weiß, dass er eher ein schlechtes Ende bekommen wird und sich denkt so, ja, ich muss da jetzt zurück und das ändern. Ja. Ja, ist halt, ja, alles möglich. Wir werden sehen. Ja, na, oder aber auch eine Theorie, was ja auch Niki mir gezeigt und erzählt hat, ist ja, dass das Originalspiel endet ja damit, wie Aerith eigentlich so betendmäßig in der Dunkelheit hockt und die Augen geschlossen hat. Und das Remake startet ja wirklich mit Szene, wo es dann auf Aerith raufgeht, wie sie vor diesem Lebensstrom ist, da wo die der Lebensstrom da eher aus diesem Rohr rauskommt, wie sie da halt hockt und dann die Augen aufmacht, als ob sie gerade in einem Traum gewesen wäre. Aber das ist ja auch das Intro vom Original. Richtig, aber was soll das halt nehmen? Ja. Erzähl du weiter, Niki? Also es ist im Original ist aber, dass Aerith da schon die Augen offen hatte. Ach, okay. Im Remake hat sie die Augen zu und öffnet sie erst. Und deshalb so quasi, ja, was ist, wenn Aerith quasi das Originalspiel geträumt hat oder quasi durch den Lebensstrom gesehen hat, was die Zukunft ja sein könnte. Ja. Und das würde halt auch Sinn machen, in dem Sinne, wie sie sich ja auch im Remake verhält, mit denen, dass sie halt nicht unbedingt es eigentlich preisgeben will, weil sie schon weiß, was passiert und sie halt auch zu ihrer Gruppe so sagt, so seid ihr sicher, dass wir das Schicksal ändern wollen. Ja, und es wird doch Sinn machen, warum sie auch in Crisis Core immer Angst hatte, eigentlich Midgar zu verlassen, wieso ihr der echte Himmel so Angst macht. Ja, mal sehen. Mir fällt gerade auf, es ist ultra schwer, diese Theorien zu äußern, ohne dass man Leuten, die es noch nicht kennen, spoilert, was kommt. So. Aber ich glaube, bisher haben wir es ganz gut gemacht, ohne dass wir verraten, was genau passiert. Ja. So. Gar nicht so leicht, das alles. Weil Spoiler-Part, bei diesem Spiel ist Spoiler-Part nicht gleich Spoiler-Part. Das stimmt, ja. Ja, und dann wollte ich, gibt es natürlich noch ganz viele kleine Änderungen, also dass Charaktere neu dazugeschrieben wurden, die wieder auftauchen könnten, dass zum Beispiel das Bix überlebt, der im Hauptspiel ja stirbt. Genau. Jetzt auch die Frage, ist das wirklich jetzt die Timeline oder auch Zacks Timeline, wo er überlebt? Ja, wir werden sehen. Aber ich habe es jetzt schon verstanden, wie das ist, unsere Timeline. Ja, habe ich jetzt auch so verstanden, so. Ja. Also es sind aber für mich so kleine Punkte. Wo ich auch immer noch nicht sicher bin, was für mich ähnlich ist wie die Sache mit Zack, ich fand Sephiroth in diesem Spiel absolut geil. Ja. So, sie haben ihn wirklich perfekt getroffen, für meine Begriffe. Stimme hat gepasst, Aura hat gepasst. Und was halt wirklich krass ist, ist, dass sowohl für Leute, die ihn kennen, als auch für Leute, die mit ihm noch nichts am Hut haben, dass der einfach so eine unfassbare Aura hat. Ja. So. Also wirklich so in diesen Endszenen, wie er da steht und jeder Satz, den er sagt, einfach nur Meta as fuck ist. Ja. So, er in seiner völligen Überlegenheit da steht und selbst in seiner Niederlage noch überlegen ist. So. Ja. Das passt einfach perfekt, aber es macht mir Sorge, dass sie ihn jetzt schon so exzessiv, es war ja nicht mal viel, aber dass sie ihn im Vergleich zum Original jetzt schon so viel bringen, auch immer damit spielen, ist er es wirklich oder ist er es nicht? Mhm. So, und
Meine Sorge ist halt, dass der Endboss von jedem einzelnen Kapitel er ist. So. Ich fand halt, also ich bleibe auch dabei, was ich im Stream gesagt habe, Sephiroth als Endboss von diesem Teil hat sich unverdient angefühlt. Es war alles geil und awesome und episch. Es macht mir aber Sorge, dass sie ihn jetzt schon als Endboss von einem Teil bringen. Ja, es von der Story her würde es aber Sinn machen. Mit den Mäurern, dass er jetzt wirklich quasi das Schicksal durchbrochen hat und jetzt alles möglich ist. Ja, klar. Aber ich glaube gar nicht, also ich glaube nicht, dass er in den nächsten Teilen immer wieder als Finalboss sein wird. Ja, ich hoffe es. Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass sie so dieses, weiß ich nicht, Darth Vader-Phänomen kommt. So. Er hatte eigentlich seine Rolle, aber wir stopfen ihn jetzt überall rein, wo nur geht, weil er ist halt ein ikonischer Charakter. Ja, aber so. Ich verstehe die Sorge und ich muss da sagen, ich würde mich dem anschließen. Ich hoffe auch, dass er es nicht bei jeder Gelegenheit der finale Endboss ist. Mhm. Auch wenn der Bossfight gegen Sephiroth einfach mal ein Magic Moment überhaupt war. Also der gesamte Kampf war einfach so geil und halt immer wieder diese Zwischensequenzen, die halt, das muss ich generell sagen, ich bin auch mega erstaunt gewesen, wie viel vom Film Advent Children eigentlich hier in diesem Spiel steckt. Oh ja. Also, es ist ja wirklich. Advent Children spielen würde, das ist genial. Ja, also deswegen auch diese Zwischensequenzen, wie man halt dann da zwischen den Trümmern und her springt und oh, das war so geil, einfach wirklich, dass man wirklich den Film mehr oder weniger so ein bisschen nachspielen kann. Ich muss sogar zugeben, ich fand es ein bisschen schade, dass im finalen Bosskampf die restlichen Gruppenmitglieder noch dazugekommen sind. Ich hätte es viel geiler gefunden, wenn es wirklich nur ein reines 1v1-Duell zwischen Cloud und Sephiroth gewesen wäre. Was immer wieder unterbrochen wird von irgendwelchen Zwischensequenzen, hätte ich, glaube ich, noch geiler gefunden. Ja. Finalen Kampf. Ja, so ungefähr. Ja, man hat generell, finde ich, in diesem Remake viel mehr das Gefühl, was ich persönlich aber auch gut finde, dass das eine gleichwertige Gruppe ist und dass es nicht die Begleiter von Cloud sind. So. Das stimmt, ja. So, und deswegen, ja, aber es, wie gesagt, war so an sich alles ziemlich awesome und ja, damit können wir ja vielleicht auch ein bisschen zu den Magic Moments kommen und zu den tollen Momenten. Wie gesagt, ich fand beim Endball, also beim Finale, ich fand das mit den, ja, Krieger der Mäuren da, die, dass das Schicksal sich wehrt. Hätten sie daraus einen Bosskampf gemacht, okay. Aber dass sie daraus, keine Ahnung, 6 Bosskämpfe gemacht haben, fand ich blöd. So, aber ja, spätestens wenn du dann Sephiroth gegenüberstehst, war ich halt auch einfach nur noch ziemlich hyped as fuck. Allein mit der Musik, als endlich One Winged Angel, wo ich die ganze Zeit drauf gewartet habe, wann kommt dieser Soundtrack? Dann kommt es und es war so awesome. Es war einfach, ha. 11 Minuten dauerte. Track. 11 Minuten. Yep. 11 Minuten. So lange der Boss, so dem Motto, ja. Ja. Ja, also das ist einfach der Magic Moment für mich, einfach vom gesamten Spiel. Einfach dieses Ganze mit Sephiroth, weil für mich ist einfach Sephiroth der geilste Bösewicht in der Videospielgeschichte. Ja. Und ja. Also, mein Magic Moment, also mein absoluter Magic Moment, es sind, glaube ich, zwei. Es sind zwei, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann. Mhm. Aber nur noch mal ganz kurz zu dem, den wir gerade schon besprochen haben, nämlich zum Ende von Crisis Core. Ja. So, das war halt für mich so der, also da, wo ich wirklich Gänsehaut bekommen habe und alles. Und wie gesagt, hätten sie da jetzt noch The Price of Freedom gespielt, dann wäre ich gestorben. Ja. So, vor Freude. Aber das Ding ist halt, dass sie das jetzt gemacht haben, das sagt mir ganz eindeutig, ich werde den Soundtrack von Crisis Core noch hören in diesem Remake. Ja. So. Und ja, also wenn ich noch Price of Freedom oder Under the Apple Tree mit dieser neuen Soundtrack-Aufmachung hören darf, ja, also da werde ich weinen, das kann ich jetzt schon ansagen. So, weil das sind meine zwei absoluten Lieblingstracks aller Zeiten in Videospielen. Und ja, wenn die dann noch kommen, ja. Und ja, einfach dieses Ende nochmal zu sehen, der Moment, in dem man es realisiert, so, wo wir uns gerade befinden sozusagen, ja, und dann eben noch ja, seine letzten Worte so, da war ich halt einfach ziemlich, ziemlich gehypt. Und die Sorge kam dann erst später. Ja.
Und bei dir, Niki? Bei mir? Dein Magic Moment? Mein Magic Moment war tanzender Cloud. Das war, ja, ich glaube, meine Mutter hat mich bis in die Küche schreien und kreischen gehört. Ich habe mich einfach nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Es war unglaublich lustig. Ich habe es einfach nicht mehr gedruckt, einfach Cloud wirklich tanzen zu sehen. Und zwar richtig tanzen. Das erste, die Probe war ja eigentlich nur so, ja, ein bisschen Fuß tippen und eher so mehr Tanz. So wie man sich Cloud beim Tanzen vorstellt, ja. Ja, und dann einfach die Szene danach, wo er wirklich mit den Hüften schwingt und alles Mögliche macht. Das hat mich einfach zerstört. Ja. Und Aris, die dann noch halb nach Luft ringend begeistert zuschaut. Oder in meinem Fall sagt, ja, du hast es versucht. So. Ja, absolut großartig gesehen. Und das war diese Over-the-Topness, die wir meinen. Ja. Dass wirklich da, ja, wie dann eben die Bühne hochfährt und die ganzen Tänzerinnen und Tänzer erstmal eine Show machen. So, Cloud eigentlich gehen will, aber immer wieder zurück auf die Tanzfläche gebracht wird und ja, dann wirklich dieses Dance-Battle kommt. Ja. So, ja. Es war einfach nur großartig und hat es dann für Niki noch mal besser gemacht, weil sie vorher noch schrieb, ich freue mich so, dass Erik das gerade spielen muss. Ja. Weil ich in Rhythmusspiel einfach unfassbar schlecht bin. Aber Aris hat dich belächelt. Ja, jeder Mann möchte doch von einer Frau belächelt werden. So, ja, und da können wir vielleicht gleich bei bleiben. So, also alles, was mit Don Corneo zu tun hatte. Auch da von dem, was man tut, ein bisschen langgezogen, aber die Handmassagen sind großartig. Ja. So, das ist wirklich so, also es war auch genau die richtige Entscheidung vom Chat, dass sie uns gesagt haben, speichern und alle drei Varianten angucken. Ja, das war Hammer. Also ich glaube, ich habe noch nie so heftig geschrien. Ja. Man hat echt geschrien, der hat jetzt echt Todesangst. Ja. Naja, vor allem kommt auch darauf an, welche Variante. Ne? Das ist wirklich so, ja, ist von reinem Schmerz, aber danach ist besser. Ja. Zu, ja, wir machen halt ganz eindeutige Handjob-Andeutungen. Ja. Ja, war einfach sehr, sehr herrlich. Und dann ist ja bei uns im Stream noch dieser Running Gag draus entstanden, dass Clouds eine Hand jetzt total erleichtert und frei ist und er die ganze Zeit sich danach sehnt, die andere auch noch massiert zu bekommen. Genau. So, ja, und natürlich, also wie sie diesen Aspekt von Cloud als Frau ausgebaut haben, also Cloud im Kleid, so, ja. War auch einfach großartig. Allein, dass es verschiedene Kleider gibt, ja, dass dann halt er ausgewählt wird und so weiter, das war halt alles einfach saulustig. Und der Moment, in dem Tifa ihn erkennt und sagt, hier, dieses Kleid und so weiter, und er dann sagt, I know, nailed it, moving on. Ja. So, das ist so perfekt delivered. Ich, wirklich, wir haben so einen Lachflash bekommen dabei. Das war so gut, ja. Ja. Die mir jetzt total begeistert, auf, wo er zum ersten Mal in einem Kleid da rauskommt und Aris dann noch ihm hinterhergehen muss. Ja. Und er wird so, also, halt die Klappe. Ja. Ja, und in Verbindung damit vielleicht noch, wir hatten jetzt ja bei Aris das schönste Kleid zum Glück bekommen. Ja, na, das war auch so eine geile Cutscene, ey. Ja. Wie das Feuerwerk losgeht und alle, hier wird ein roter Teppich ausgerollt und so. Und vor allem zu wissen, dass das ja, dass es ja durch drei unterschiedliche Cutscenes davon gibt. Ja. Ja, und dass es halt wirklich geht von, sie kommt völlig beschämt an. Ja, wo nur Katze und Hund begeistert bei ihr sind. Ja. So, wo die gesamte Stadt in Ekstase ist, sie zu sehen und Feuerwerk kommt und roter Teppich. Das ist schon sehr, sehr geil. Ja. Ja, das waren so die lustigen Punkte. Und dann möchte ich jetzt noch meinen zweiten Magic Moment, wo ich mich halt wirklich nicht entscheiden kann zwischen dem und Zack. Der Holo-Raum bei Shinra. Ja. Also wie gesagt, alleine. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Grafik-Fetischist, so, aber ich freue mich über gute Grafik. So, aber diese Render-Szene
sah so unfassbar krass aus. Ja. So. Und ja, also allein wie sie am erst halt das gelobte Land präsentieren und so. Und die Esper fliegen da rum und die Setra gehen ihrer Dinge nach und so. Und ich dachte so, ja, da will ich auch hin. Ja. Und auch der Text, der dazu gesprochen, wo man dachte so, ja, also Propaganda kann Shinra. So. Ja. Ich will jetzt auch Neo Midgar haben. Ja. So. Ja, und wie dann halt wirklich so sie erstmal draußen sind und dann es anfängt zu flackern und dann eben diese, ja, dieser Meteor Teaser kommt sozusagen. Ja. Sephiroth auftaucht, angedeutet wird, dass er Tifa und Barrett umbringt, auch wenn ich da mich frage, warum das so komisch inszeniert ist, dass er nur hinter ihnen steht und sie dann umfallen. Mhm. Aber ja, der Moment, wo dann wirklich die Kamera so auf die Füße filmt und dann eben Clouds Schuhe und Sephiroths Schuhe aneinander sind und dann die Kamera rauszoomt, das Bild anhält und die beiden Rücken an Rücken vor diesem Feuertornado stehen. Ja. Ich liebe diesen Shot. Ja. Ja, das ist der geilste Shot des Spiels, das stimmt. Das Spiel hat generell sehr viele, sehr gute Shots. Also. Ja. Aber ich glaube, wirklich als einzelnes Bild ist, glaube ich, das wirklich der geilste. Ja, das ist auf jeden Fall der geilste, ja. 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 Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben. Als coole Momente. Beide Motorradverfolgungsjagden. Mhm. Mochte ich. Auch wenn ich, von der Inszenierung her. Weil ich habe mich ja auch da nicht so ganz gut angestellt. So. Aber ich mochte bei der ersten, ich habe zwar seinen Namen schon wieder vergessen, aber diesen Motorrad-Soldier-Dude. Ja. Mochte ich. Weil es halt auch schon wieder an den Wänden lang fährt und Saltos über dich macht. Und so weiter und so fort. Das war halt, wie ich einfach so dachte, ja, das ist halt einfach so over the top. Und dann halt auch das Ende der zweiten, wie man dann diesen Boss, also erstmal wie Cloud dann mitten in der Fahrt den Laster zum Entgleisen bringt, der die Sperre einreißt, dann fährt man weiter, dann kommt der Boss, dann besiegt man den Boss und wie dann halt Cloud und Red 13 zusammenarbeiten, um diesen Boss auseinanderzunehmen. Das waren halt einfach so Dinger, wo ich dachte, ja, das will ich sehen von euch. Ja. Ja. Was mir dann einfällt, auch ein krasser Magic Moment für mich, war wirklich, als die Platte runtergestürzt ist. Die ganze Cutscene, wie sie halt dann noch aus der Explosion heraus und ähnliches dann noch mit der Zipline sich durch das Feuer hindurch noch schwingen und halt wegkommen. Man ganz kurz sogar Kate Siste sieht. Ja. Der verzweifelt einfach nur dem zuschauen kann. Und dann halt dieser Moment, wo dann halt die Gruppe komplett fertig einfach nur über diese riesige Trümmerlandschaft schauen kann. Das war auch noch so Kloß im Hals, wirklich, wow, das sieht schon echt heftig aus. Ja. Weil es war im Original war das schon eine krasse Szene, aber durch die so viel bessere Grafik kommt es einfach nochmal ganz anders rüber. Ja, und weil auch einfach viel mehr Bindung aufgebaut hast mit dem Ort. Ja. So. Und dann nicht traurig, aber auch over the top und cool. Ich mochte auch die Flucht aus dem Shinra-Gebäude sehr gerne. So, wo sie dann unten, wo dann Tifa und Co. unten stehen und gestellt werden und einfach Cloud mit dem Motorrad angefahren kommt. Ja. Und ja, kurz mal so tut, als wäre er Dante. Ja. Ich fand auch die Szene davor so genial, so, wen haben wir denn da? Und dann Barrett so, Avalanche, Local Florist, Labrador. Ja. Das fand ich auch ganz witzig zu sehen, dass das im Original ja auch drin ist, nur da sagen sie das gegenüber Rufus. Ja, ja. Ja. Genau, ja. Ja. Das war aber auch einfach cool, wie er da rumslidet, alle mit seinem Motorrad ausschaltet und dann bei dem einen armen Shinra-Soldaten noch das Schwert natürlich absichtlich daneben wirft. Er hat nicht verfehlt. Genau. Absicht. So, und sie dann durch die Scheibe brechen. Und man muss sich wirklich denken, ihr seid doch unten, warum fahrt ihr hoch? So, es war einfach sau cool. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, alle tiefer X-Eris-Szenen. Ja. Ich finde die beiden einfach super zusammen. Die sind so süß, ja. Ja. Best Friends forever und so. Ja. Cloud ist super wichtig. Ja, mit unserer eigenen kleinen Storyline, dass Cloud völlig von denen verdrängt wird. Ja. So, erst stehen alle auf ihn und er ist voll genervt davon und plötzlich ist er die Aufmerksamkeit los.
weil die beiden sich gefunden haben. Aber ja, allein diese erste Szene, wo Cloud dann bei Don Corneo ist und die beiden halt zusammen alle verprügeln und dann miteinander abklatschen, so, das fand ich sehr, sehr herzlich. Ja. Ja. Das haben sie schön gemacht, das stimmt. Ja, das waren so die Punkte, die mir in den Kopf geschossen sind. Ja, und apropos Rufus, also Rufus, mein Gott. Also ganz ehrlich, vom Originalspiel habe ich nie so wirklich eigentlich Rufus beachtet. Also ja, gut, da ist er halt und man sieht halt durch die Grafik gar nicht so, ja, wie er jetzt ausschaut. Aber im Remake, ja, ja. Nicht schlecht. Ja. Ja, vor allem da, wie gesagt, auch da. Es ist halt, wie er kämpft, macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist so awesome. Es ist einfach ekel, ja. So, wie er halt so, wo er denkt, ja, okay, du könntest doch einfach schießen, aber es ist viel cooler, wenn er zwei Münzen in die Luft schnippt ja. und die dann zu Laserstrahlen macht. Ja, genau. So. Nein, Rufus haben sie wirklich sehr cool gemacht, ja. 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 Ja, von einem Charakter, an den ich mich gar nicht erinnern konnte, zu einem Charakter, den ich nicht vergessen werde. Ja. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass er anscheinend auch die Moiren sehen kann. Ja, wirkte so. Weshalb auch immer, weil normalerweise konnten nur die Leute die Moiren sehen, die irgendwie mit Aerith in Berührung kamen. Wer weiß. Das ist auch noch verschiedene Theorien, ob der nicht noch irgendwie, also dass er noch eine noch größere Rolle einnimmt als im Original. Hm. Jo, den sind wir durch. Hast du noch eine Szene, Niki? Nein, eigentlich nicht. Nein. Ich glaube, mir fällt jetzt auch gerade keine mehr große. Also, eins ist halt die allererste Render-Szene, die war halt auch mega geil. Weil halt zum ersten Mal die Musik einsetzt von Final Fantasy 7, man diese Stadtsicht bekommt. Also, das haben sie auch sehr geil gemacht. Das Opening, ja. Mhm. Genau, das Opening. Yeah. Das war auch sehr, sehr cool. Wo auch One-Winged Angel geteasert wird, so die ersten Töne. Genau, genau. Und ja. Ich mag das generell, muss ich dazu nochmal sagen, ich mag das, dass sie nicht viele, aber immer noch so ein paar Render-Szenen drin haben. Ja. Das meiste ist Ingame-Grafik, aber ich bin Fan von Render-Szenen. Ich mag das immer, wenn sie zeigen, okay, und so viel mehr können wir immer noch draufpacken. Ja, ja. Also dafür war Final Fantasy immer berühmt. Ihre Render-Szenen waren ja immer der absolute Hammer. Mhm. Also, wenn ich damit vor. Also, das Krasse war wirklich, finde ich, bis heute ist auch Final Fantasy X. Oh, weil ja. Wirklich die Render-Szenen, die, finde ich, kann man sich bis heute noch anschauen. Und selbst da heutigen Standards sind die immer noch okay. Und das war eine PlayStation 2, auf der sie das gemacht haben. Ja. Und ja. Ja, können sie. So. Also ich habe nichts mehr. Ich bin leer gequatscht. Mir fällt es auch nicht weiter ein. Glaube ich. Also was ich auch sehr lustig finde, ist halt, dass halt sehr viele Kingdom Hearts Anleihen irgendwie als einen so vorkommt, auch sehr viel Kingdom Hearts auch mit drin steckt. Ja. Oh, Moment, ja. Gut, dass du sagst. Ich war völlig perplex, als ich das Original gespielt habe, den Midgar Part. Ja. Da kommst du dann irgendwann vor Walmart Market. Ja. Kommst du durch so ein kleines Slum-Gebiet und da ist so eine Rohrwohnung, also einfach so ein Rohr, wo einer drin wohnt. Ja. Und dann kommst du hin und die sagen dir, ey, geh da mal nicht rein, der ist voll komisch, der Dude. So, und der ist irgendwie krank. Und dann gehst du rein und der hustet eigentlich nur. Und es ist ein Dude, der eine 2 auf den Arm tätowiert hat. Ja, ja, die gab's gibt es im Original. Gibt es im Original? Ja, also er hat nicht diese Kutte an und so. Und ich glaube, die kommen dann auch später nicht mehr vor, glaube ich. So. Aber das war wirklich so, ich ging da rein und dachte, holy shit, das gab es? Mhm, ja, ja. Oh shit, so, okay, das wusste ich auch nicht mehr. So, also es gibt da halt nur den, aber ja. Ansonsten so, die Organisation 49 ist real. Oh shit. Ja. Ja, da werden wir noch viel Freude dran haben. Ja. Nee, das hat ja damit zu tun mit Advent Children. Also, wenn ihr Advent Children noch nicht geschaut habt oder das Spiel schon durchgespielt habt, schaut euch mal Advent Children an. Und dann stellt man fest, wie viel eigentlich von diesem Film schon mit hier drin steckt irgendwie oder was man schon alles reindeutet. Ja, oder auch wie Cloud sich am linken Arm dann am Ende festhält, wo er ja auch selber Geostigma bekommt im Film. Ja, oder was Niki mir auch erzählt, dass zum Beispiel Sephiroth hat ja im Originalspiel
nie den schwarzen Flügel, sondern es gibt erst Edwin Children, wo er den hat. Ja. Deshalb die Theorie, er kommt auch dazu. Oh Mann. Der erste Sephiroth, den wir da begegnen, dass das der Edwin Children Sephiroth ist, so aus dem Motto. Ja. Aber kann auch ein gewesen sein, wer weiß. Na gut, okay. Aber ich glaube, dann sind wir durch. Ja. Gut. Dann moderiere ihr ab, der Rahmen. Jawohl, dann vielen lieben Dank für eure ganze Aufmerksamkeit. Wenn ihr euch auch noch bis hierhin den gesamten Spoilercast angehört habt, dann habt ihr jetzt gut wie viel gehört? Also auf jeden Fall so 2,25 Stunden etwa. Also gut 2 Stunden habt ihr unseren wohlklingenden Stimmen hoffentlich gelauscht. Dafür vielen lieben Dank. Schreibt gerne in die Kommentare, wie fandet ihr Final Fantasy 7, wenn ihr jetzt auch den Spoiler-Podcast euch angehört habt. Was sind eure Theorien? Was könnte jetzt noch alles in Zukunft passieren? Was sind vielleicht auch eure Ängste und Sorgen, was jetzt noch so das Spiel angeht? Das könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie gesagt, schaut gerne bei Graum Entertainment hier euch noch die ganzen anderen Podcasts an. Zum Beispiel ist auch vor kurzem eine Review zu Nioh 2, was der Grauton durchgespielt hat, zusammen mit den guten Hide war es, genau, nicht Nip. Mit den guten Hide. Könnt ihr euch anhören. Ansonsten schaut gerne vorbei bei Graumen Gaming, unseren Let's Play und Twitch-Kanal sozusagen, wo alle möglichen Aufzeichnungen zu Final Fantasy 7 selber sind, wenn ihr unseren Spieldurchlauf gerne euch anschauen wollt. Oder auch zu Star Wars, Civilization. Und jetzt halt auch, wenn dieser Podcast rauskommt, auch zum Beispiel Let's Play zu The Last of Us 2. Könnt ihr auch gerne euch anschauen. Und ansonsten seid gerne mal live auf Twitch dabei. Wir haben eine tolle kleine Community, die freut sich über jedes neue Gesicht. Und dann habt einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört oder schaut. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Und euer Grauton. Und Niki. Ciao. Ciao.